zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von unserem Abseits-Podcast live. Der Andi behauptet, er sagt ihm immer wieder, er soll kommen. Und darum habe ich gefunden, ja, dann machen wir halt noch mal eins, obwohl ich weiß auch nicht, was er so zu melden hat. Haben wir in letzter Zeit nicht gescheit. Nur Spass, Andi, hoi, wie geht's? Du ja, wie gesagt, Zuschauer sehen das anders. Ich bin froh. Zuschauer sehen das anders. Mit mir hat noch nie jemand darüber geredet, dass du ein Angenehmer seist. Also ich bin ein Angenehmer. Als Mensch, das ist aber offensichtlich. Als Podcast-Gast. Ich habe noch nie etwas Positives über dich gehört, im Fall wirklich nicht. Aber nicht, auch nicht negativ. Das ist ja so. Und als Trainer habe ich nur Positives gehört einmal im Podcast. Auf dem Kommentar reite ich jetzt jahrelang darum, wenn das gerade sagen. Wer hat das denn gesagt, dass du gut gewesen bist? Bastian. Typ, der Bastian, gell? Ja, guter Typ, nett. Der hat Ahnung. Ja, man merkt, der hat Ahnung. Ja. Nein, geht mir gut. Ich bin froh, wenn du einmal vorbeikommst. Dann kann ich in dieser fußballfreien Zeit ein bisschen über Fußball diskutieren. Das macht mir Freude. Andi, erklär doch den Leuten schnell, warum das für dich fußballfreie Zeit ist. Ich habe trainingsfrei. Wir haben eineinhalb Wochen trainingsfrei gemacht. Nein, warum? Warum bist du jetzt schon fertig? Die meisten Ligen sind ja noch nicht fertig. Warum bist du fertig? Weil der breite Frauenfußball, ich weiß nicht, wie es bei den Männern ist, ehrlich gesagt. Bei den Frauen haben wir von November bis April. Höre ich da raus, dass du unter der ersten Liga trainierst? Erste Liga ist gleich. Ja, aber die haben alle noch Training. Nein, die Teams, die ich trainiere noch Zweitliga, ja. Eieiei. Schwach, gell? Sorry, ich muss dich da ein bisschen. Aber gell, am Schluss habe ich natürlich nachher alle Ligen durch und bin bereit für höhere Aufgaben. Würdest denn du. Der Jauch sagt Abstieg. Abstieg? Ja, du bist abgestiegen mit Bühler. Das ist nicht so schön gewesen, ja. Das ist nicht so schön gewesen, hat mich aber auch stärker gemacht. Das ist ja so. Ich weiß nicht im was, aber ja. Nein, es macht dich schon zu einem besseren Trainer. Also ich bin beim Bühler schon extrem gewachsen als Trainer nochmal. Also sagst du, Dinka Grings wäre jetzt mehr denn je parat gesehen zum Erfolg haben, weil sie in 14 Matchen noch einmal gewonnen haben. Wenn ich irgendwann so weit oben trainieren wie Dinka Grings, dann also das würde ich sofort unterschreiben. Sofort. Du wirst 14 Matchen mit genau. Nur einem Sieg nehmen. Aber dann dürfte ich eben nicht mehr so verlieren, wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr mit Bühler. Aber eben, wie gesagt, mich hat das stärker gemacht als Trainer. Ich glaube, mir hat das gut getan, mal nicht immer nur zu gewinnen. Das klingt jetzt arrogant, aber wir haben es wirklich vorher immer eigentlich sehr erfolgsverwöhnt gewesen. Und mit Bühler war es eine ganz andere Voraussetzung gewesen. Wir haben viel müssen am Kader arbeiten, wir haben viel müssen Aufbauarbeit machen, sowohl taktisch wie auch technisch. Und hat mich um einiges besser gemacht als Trainer, finde ich. Ich denke auch, also immer Erfolg und Misserfolg sind sehr wichtig, dass man sich als Mensch weiterentwickelt. Das ist ja ein grosses Problem, das zum Beispiel Fußballerinnen haben, die in der Schweiz zum Beispiel im FC Zürich gross geworden sind und dann all die Jahre von Nordzürich Erfolg hatten. Und dann kommen sie ins Ausland und dort bist du einfach nicht mehr der Krösus und verlierst vielleicht zwei Drittel von dem Match und du musst noch um deine Position im Team kämpfen, noch viel härter und dann ist plötzlich, ich weiß nicht, ob es Freude macht. Ich glaube, es tut gut. Es tut wirklich, also ich habe es bei mir wirklich gemerkt, mir hat es gut getan, mal richtig auf den Latz zu bekommen. Weil du kommst in einen gewissen Flow rein, wo du halt vieles halt danach als selbstverständlich nimmst. Ich habe in der Gola League mit Brühl da, dann habe ich Utzwil auch so ziemlich alles gewonnen. Und dann hast du, nicht, dass du weniger machst, aber unterbewusst hast du im Spiel immer das Gefühl, du, ja, es kommt dann schon. Weil du gewinnst ja eh. Und das ist, bei Bühler ist das halt wirklich anders geworden. Und der Abstieg ist zwar hart gewesen, aber hat uns auch als Team oder auch als Verein gut getan. Ich glaube, das ist der richtige Weg, jetzt wirklich auch noch von Null aufbauen. Und es ist auch cool zum Arbeiten so. Also wir haben jetzt einen richtig nice Kader, es macht richtig Bock, um mit ihnen zu arbeiten. Darum vermisse ich mein Team auch jetzt, wo wir eineinhalb Wochen mal auseinander sind. Und vor allem geht es ja bis im März, bis er wieder anfängt richtig zu shooten. Wir haben jetzt ein Freundschaftsspiel noch gegen die U17 von St. Gallen nächste Woche, also Samstag in der Woche. Wer trainiert hier? Der Jan Moser? Der Jan ist dort, ja. Ja. Jan Moser hat das A-Diplom, hast du das gewusst? Ich nicht. Ich nicht. Ja, du nicht, aber der Jan Moser schon. Also, wenn jemand einen Trainer braucht, geht sie zum Beispiel. Der Jan Moser hat das A-Diplom. Ja. Oder sie kommen zu mir und zahlen mir ein Jahr, wie sagt man? Eine Blue Card.
Wir haben schon 4 Zuschauer verloren, seit du gesagt hast, dass über dich redest. Seit du über dich redest, haben wir schon 4 Zuschauer verloren. Ich nehme an, die Leute haben auch keine Lust auf dich. Ja, ist klar. Verstehe ich. Aber es enttäuscht, also mein Herz bricht ein bisschen, dass 4 Zuschauer abgesprungen sind. Wegen mir. Aber die grosse Frage an dich, die wichtigste Frage, ist, glaubst du, Bühler wäre nicht abgestiegen, wenn er die blöden Sonnenschirme nicht würden stellen? Also Hauptgrund für den Abstieg sind die Sonnenschirme gewesen. Sie haben extrem gestört. Haben die Nestlé noch nicht verklagt? Nein. Weil sie natürlich viel gesponsert, also sie haben natürlich viele Millionen gezahlt dafür, dass sie bei Upsides und auch Sichtbarkeit haben. Aber ja, du, wir haben sie jetzt weg. Sie stehen nicht mehr dort. Boah, wahrscheinlich weil Winter ist. Aber. Und jetzt sind wir Dritte. Jetzt geht es bergauf. Mm. Und im Gap-Halbfinale übrigens gegen Chur. 1. April, 30. März, 1. April. Was ist das? Das ist das unter der Woche, oder? Es ist Ostermäntig, 1. April. Ostermäntig? Ja. Sollten wir das livestreamen? Zahlt der OFA etwas? Das kann man nicht vorstellen. Das ist ein Finale, oder? Halbfinale, der andere ist Toggenburg gegen Flowil. Juhu. Dort bin ich heute mit dem Zug durchgefahren. Flowil? Ja. Ja, kann man vorstellen. Schön dort. Oh, jetzt ist er am Leine weg. Nein, jetzt sind ja mehr gekommen, aber wieder das ist ganz schlimm. He? Aber es geht vor allem, weil die nicht interessiert sind. Was ist das vierthöchste Spielklasse irgendwo in der Ostschweiz? Das ist die vierthöchste Spielklasse und es lohnt sich definitiv, das Spiel schauen von uns, weil wir spielen richtig schönen Fußball das Jahr. Was ich letztes Jahr nicht sagen. Hä? Und es gibt es als Sicha. Also das Beißel ist schon geil, das musst du zugeben. Es ist eines der besten Beißel im Frauenfußball. Und fußballerisch kannst du auch nichts gegen uns sagen nach dem Spiel gegen Wiel. Nein, ihr habt gegen Wiel gut gespielt und vergessen wir nicht, Wiel ist immer noch völlig ein valabler Aufstiegskandidat in der Nationalen B. Und wir haben es näher an die Verlängerung gebracht. Also so schlecht sind wir nicht. Ich hätte es mir gewünscht, dass ihr die Verlängerung erreicht habt. Ja, wäre natürlich super gewesen. Ich bin auch froh, dass ihr so gut mitgehalten habt. Ich will im Cup möglichst viele Teams zeigen, aber ich will nie Klatschen zeigen, wenn es zu vermeiden ist. Jedes Stängeli tut mir weh, wenn ich das muss zeigen. Aha. Weißt du, und es ist für mich mega gut gewesen, um halt einfach einen Spielfluss zu haben in so einem Match. Oder? Das ist auch Küsnacht Luzern, auch wenn es nicht der hochstehendste Match war, bin ich froh, dass ich das gezeigt habe, weil ich hatte halt vielleicht mehr Mühe gehabt mit einem Match, der viel unausgeglichener gewesen wäre. Natürlich hätte ich am liebsten Zürich St. Gallen gezeigt, aber ich gehe sicher nicht in den Chef filmen auf Zürich. Aber wir haben mittlerweile ein Böckchen, oder? Nein, es gab ein Böckchen zu Zürich. Im Herren Schürli? Nein. Da ist nicht drin? Da ist ein nein, Speaker drin? Nein, es hat kein Böckchen. Also der Speaker der ist überdacht, ja. Ich darf dort rein. Aber wo ist meine Kamera? Wo sind all meine Kabel? Kann nicht rein, ja. Weißt du? Und meine Kamera, meine Kabel und dann... Und das Dumme ist, das Speakerbox ist ja jetzt hinter dem riesigen Gerüst, das sie gestellt haben, dem 4 Meter Gerüst. Das heisst, ich würde als Kommentator fast nicht sehen. Aber denke mal, es nicht beschweren, dort haben wir uns ja beschwert, weil wir immer flach gefilmt hätten. Ja, und jetzt nein, das ist sehr wichtig. Ich sage immer noch, man hätte wie früher können einfach auf der obersten Stufe filmen. Das haben wir ja mit Abseits auch schon gemacht in der U19. Aber gell, das sind so verschiedene Sachen. Mal schauen, was Tanja da schreibt. Oh, im Zug und kein Kopfhörer. Nachbarn reklamiert, oh nein. Ja, sie hat noch nie verpasst. Ja, und Tanja, wieso hast du keinen Kopfhörer? Hat Talaya noch nie irgendeinen Kopfhörer-Werbedeal? Talaya streamt jetzt. Ja, ich weiss, Twitch. Ist schon cool, ja, mit dem Freund zusammen. Ich hoffe, sie hat jetzt das Mikrofon gerichtet. Das erste Mal hat sie das Mikrofon völlig falsch gestellt. Also, nein, ich habe letztes Jahr kurz gesehen, schon cool gewesen. Weil es ist ein Blue Yeti, und das passiert nicht nur Talaya, das passiert den meisten Leuten. Das Blue Yeti-Mikrofon ist ein Frontalsprechmikrofon, wo du eigentlich so ins Mikrofon musst hinschauen musst. Und die meisten Leute meinen, es ist zum oben rein sprechen und dann tun sie es so hin und dann tun sie es ein bisschen blöd. Aber ich meine, sie hat Kopfhörer auch kein Mikrofon. Hat sie auch, aber sie hat das Mikrofon vorne dran. Also wenn sie über das Audio zieht. Aber ja, so ist das Leben. Cool, dass es macht. Ja, jeder muss mehr Präsenz haben. Ja. Was hat auch Tinka Grings für ein Hobby? Jetzt kann sie sicher mehr ausleben, gell? Genau, das ist die Frage. Ich bin gespannt, ob sie trainiert. Was macht sie jetzt? Fängt sie wieder neu mit an? Ich weiß nicht. Gell, so Rückkehr zu FCZ ist kein Thema. Ich weiß nicht. Schau, Fakt ist, der FCZ hat im Moment eine Cheftrainerin.
Jacqueline Dünkel, können wir darüber später darüber reden, wie sicher, dass die noch im Sessel hockt, aber Jacqueline Dünkel ist Cheftrainer vom FC Zürich. Es gibt ein anderes Team in Zürich, das keine Cheftrainerin hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Dass sie zu GC gehen? Keine Chance. Warum nicht? Nein, sage ich nein. Viele Leute sagen, dass ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du vom obersten Job im Schweizer Frauenfußball zu einem Mitteljob gehst. Das macht ja keinen Sinn. Du hast ja nicht einen CEO, der dann weiter unten im Unternehmen wieder einsteigt. Oder? Und das ist das. Aber dass Lara Dickmann und Erich Vogel darüber nachdenken, sicher. Ich meine, wenn sie wirklich aktiv eine gute Trainerin suchen, eine Trainerin mit Renommee, ist doch Dinka Grings ja, das Thema. Dass du sie auf dem Zettel hast, ja, aber dass Dinka Grings da hingeht, ist. Ja. Sag ich nein. Ich hoffe es auch nicht. Von dem, also es wäre schade. Es wäre ja schade. Du gehst mit dem FCZ zu GC. Bei der Frau ist es noch nicht so verpönt. Aber es wäre schade. So eine Geschichte, sie als Spielerin in FCZ. Oh. Hat den Titel gewonnen als Trainer in FCZ. Sorry, das ich müssen wir verleihen. So nein, ich finde es schade. Das wäre wie wenn ich jetzt Maria ist ja auch von Barcelona zu Atletico. Ja, das ist ja keine Rivalität. Sie hat auch zu Real können. Das wäre schade gewesen. Dann hätte sie einen Schweinekopf nachgeschmissen bekommen. Schon. Die Figo. Ich glaube nicht. Beide die Nummer 7 gesehen. Fährlich. Aber es war ein bisschen anders gewesen. Also der Verein hat sie auch ausgebotet. Nicht wie der Figo, wo von alleine gegangen ist, weil er echt nie geglaubt hat, dass der Florentino die Wahl gewinnen würde. Ja, und am Schluss gell, ist halt ein Portugies. Ah nein, mit dem kannst du nicht kommen. Aber du kannst schon kommen mit dem, aber es ist einfach eine falsche Aussage. Der Figo hat ja damals gesagt, es ist ja ein Too-Good-To-Be-True-Vertrag. Du bekommst 10 Millionen für die Unterschrift. Und selbst wenn ich nicht Präsident werde, bekommst du 10 Millionen. Und wenn ich aber Präsident bekommst, und der Typ wird ja nie gewinnen, komm jetzt. Ist immer noch Präsident von Real, oder wieder? Wieder, ja. Und einer der besten Präsidenten, was es wahrscheinlich im Fußball gibt. Das weiß ich nicht, aber einer der besten. Das ist einfach einer von denen, der mit dem meisten durchkommt. Er macht viel für den Verein. Ja, nein, sicher. Und Real Madrid ist eine Macht, das ist ja so. Bei den Frauen nicht ganz, aber... Noch nicht, Achtung. Meinst du, es kommt Achtung. Noch? Ja? Die haben echt investiert. Benfica ist eine Macht. Braga ist jetzt stark in Portugal. Braga langsam. Ist schon lange stark gewesen. Ja, aber so, ich habe das Gefühl, dass er ist noch mal so ein Schritt... Braga ist im Fall der erste gewesen, sogar vor Benfica und Sporting. Aber sie haben so wie einen Schritt zurück, also man hat es wirklich eins hinterher gestuft, weil Benfica gekommen ist. Und ja, dann ist so in dem Jahr hat Benfica Braga recht ausgeräumt. Ja. Und von Malikão ist auch gekommen und die haben aber auch recht investiert. Und dort spielt zum Beispiel Cristina Mazzutti mittlerweile, ja. Wo bei Lugano gewesen ist und dann in Duisburg mit Lydia Andrade. Die ist jetzt bei Famalicão. Und in Famalicão ist aber genau das gleiche Gebiet, das ist eines der Nachbarstädte. Und die haben Braga viele Spielerinnen genommen, Benfica hat viele Spielerinnen genommen. Und jetzt sind sie einfach wieder den Tritt gefunden. Braga macht sehr gute Arbeit, was das anbelangt. Also entwickelt sich dort eine gute Liga in Portugal? Ja, also sowieso. Und die allererste Liga in Europa mit einem VAR bei den Frauen. Mhm. Das ist nicht mehr nichts. Das ist so. Aber es ist eben auch möglich, weil Braga hat auch einen neuen Campus, von Malikão hat sich so ein Teil angestellt. Es ist ja die Vereine schauen schon. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also, aber eben, das ist eben, um das geht es. Gestern hat Benfica gewonnen gegen Rosengard und Rosengard ist ein Traditionsverein. Diese Parade vom Goalie von Benfica. Jetzt, gell? Abartig. Wer ist im Goal gestanden? Lena Pauls? Oder Ruth Costa, ist der Portugiese. Ist Costa gewesen, glaube ich. Ah, möglich, also, ja. Hat sie Löckli gehabt? Doppelt, 30, nein, kein Löckli. Dann ist es wahrscheinlich Lena Pauls. Doppelt, ich habe beide Spiele gesehen vom Abend. Barca gegen Frankfurt und Benfica gegen Rosengard. Das ist schon geil, es hat sich entwickelt. Du hast eine ganz andere Dynamik drin mittlerweile als noch vor ein paar Jahren und so. Und ich kann den Leuten nur empfehlen, wenn ihr mal auf Lissabon geht, müsst ihr euch zwar ein bisschen Zeit nehmen, auch das Taxi für 20 Euro oder ein Uber für 15. Geht an die Champions League Match, die gibt es Tickets für den horrenden Preis von 1 Euro. Bei Benfica? Echt? Mhm. Ja, bei Barcelona zahlst du 15 Euro. Ja, und die haben nicht im Camp Nou gespielt, oder schon? Gestern war sie in Frankfurt. Ah, in Frankfurt, oder? Aber sonst spielt sie in Montjuic. Ja, aber ja. Also Camp Nou ist ja im Umbau, aber sonst spielt sie in Montjuic. Mal.
Okay. Weil eben, ich mag eigentlich die kleineren Stadien und eben beim FIKA im Campus macht es schon Sinn. Und sie gehen dann, glaube ich, gegen Barcelona, oder gegen wer ist es? Barcelona ist im Stadion, Ja, die gehen im dann Dalus. ins Stadio de Luz. Das freue ich mich. Ja. Mal schauen, ob es wird. Wenn wir gehen, wann ist es? Ja, vom Santos schon. Ja, aber Mal mit dem schauen, ich Santos weiß willst du nicht. nicht Ich weiß, gehen. Mal, im Santos wird ich Das auch ist, gehen. der Santos Der ist. Santos hat irgendwann im Dezember oder so hat er gesagt, ist es glaube ich, kann das sein? Ja, wahrscheinlich, ja. Ich glaube, im Dezember haben wir es mal angeschaut. Jetzt mal schauen, gell? Jetzt haben wir noch Training wieder endlich dann nächste Woche und dann schauen wir mal. Nein, weißt du, der Santos ist nicht aus Lissabon. Wegen Santos dem. ich bin Fika durch und Ja, durch. aber er ist nicht aus Lissabon. Dann macht es mehr Spaß, mit mir dorthin gehen. Nein, ich könnte ja echt mit dir mitkommen. Ich kann ja euch zwei dann schicken, so als Ja, Friedensreis. also ich habe nichts gegen Santos. Er ist einfach ein Lustiger. Ja, ist sehr lustig. So. Vamos! Hey, schau Grande! da! Grande! Der Tom Santos schaut da sogar noch zu. Nein, nein, nur Spaß, Santos, sorry. Nein, jetzt müssen wir aber Da könntest du mal ernsthaft wirklich reden. eine friedliche Nachricht an Adriano, wenn er schon zuschaut, sagen, Ich habe nicht gewusst, dass er Adriano heißt, sonst wäre ich ein Freund von ihm dass geworden. du ihn eigentlich sehr gern hast. Adriano ist einer von meinen Lieblingsnamen. Weil damals bei SIC, einem portugiesischen Sender, hat es so eine Abendsendung gegeben und hat es einen Aff gegeben und der hat Adriano geheißen und ich habe das cool gefunden. Eben, und ihn Und auch. eben der Adriano Sancho. Jetzt passt es, ist ein guter Typ. Ich hätte ihm das Herz gegeben, aber es schießt mich an, zur Tastatur rüberzugehen. Nein, hä? jetzt haben wir ein bisschen viel geschnörrelt, sorry. Gehen wir zum Ernsthaftigkeit. Hast du gedacht, dass Dinka Grings entlassen wird? Du, schau, Also, letzte Woche, zu dieser Zeit. wenn du die Leistung anschaust, ist es klar, dass es irgendwann kommt, wenn es halt nicht ändert. Aber ich hätte es jetzt nicht gedacht. Ich denke, sie ziehen das jetzt weiter bis an DM. Ich bin auch davon ausgegangen, dass es bis an DM zieht. Habe dann aber Zeitungsartikel alle angefangen und habe gedacht, oh nein. Aber ich bin davon ausgegangen, dass sie noch 2 Matches macht. Was auch Sinn gemacht hat. Also jetzt, der Cut macht für mich keinen Sinn. Ja, macht Sinn, sie jetzt 2 Spiele zu behalten. In der Tümmine holt sie 4 Punkte aus den 2 Spielen. Qualifiziert, also steigt nicht ab in der Nichts Nations macht League. Sinn, aber wenn du noch 3 Tage vorher ihr den Rücken stärkst, dann macht es Sinn. Aber ich halte nach wie vor fest, ihr habt es ja in meinem Stream Anfangswoche gesehen, Dinka Grings wird das Opfer von Schlagzeilen, oder? Ja. Dass gerade der Verband einfach mit zu viel Druck hat müssen irgendwo den Dampf ablassen. Und sie haben ja Druck gehabt. Inka Grings, das MeToo-Dings. Inka Grings mit dem Finanzproblem in Deutschland, oder? Sie ist ja nicht schuldig, aber sie zahlt die Strafe. Und Murat Yakin, Qualifikation, es ist einfach so viel aufs Mal gesehen. Der Verband hat einfach gesagt, irgendwo, all die Ventile, irgendwo müssen wir drehen und hat bei der Inka Grings gedreht. Und ja, für mich ist es einfach nicht cool, weil es kommt in einem sehr, sehr blöden Zeitpunkt für alle Beteiligten, finde ich. Dafür muss ich aber dem Verband das Lob aussprechen, auch mal bis jetzt. Morgen sehe ich es dann an der PK, für die Entscheidung einfach eine interne Lösung zu haben, wo ich glaube, wirklich nur für die 2 Matches ist, wo einfach alles versorgt ist, keine Kosten generiert werden, niemandem falsche Hoffnungen gemacht werden, niemand schon eine Vorbewerbung hat, weißt, wenn du irgendwie ein Pro externes wirst holen für 2 Matches und dann Ja. tut er entweder gut und dann heisst es ja, jetzt muss er Nationaltrainer werden oder er macht es ganz schlecht und dann heisst die Person darf ja nicht Nationaltrainer werden. Es ist einfach eine neutrale Lösung für alle zufriedenstellend, glaubst Ich glaube auch, es macht Sinn. Also eben, wenn du jetzt noch jemanden holst, 2 Spiele, und der gewinnt, dann musst du ihn ja praktisch behalten. Ich glaube, das hätte nicht viel Sinn gemacht. Jetzt hast du jemanden genommen, wo ja schon Trainer ausbildet, also er wird ein bisschen Ahnung haben von ja. dem, was er macht. Und von dem her ist das absolut okay. Du merkst auch, sie haben nicht damit gerechnet, dass sie sie rausschmeißen. Sie hätten jetzt irgendwie eine Lösung parat, kann ich mir an. Und jetzt mal schauen, was daraus macht, was passiert. Ja, was passiert nach den 2 Spielen? Was passiert mit dem ganzen Konstrukt, das sie jetzt halt haben, gell? Mit den ganzen Problemen? Weil die bleiben ja, obwohl Grings weg ist. Und das ist mein grösstes Problem mit dem Rausschmiss, mit der einvernehmlichen Einigung, dass Dinka Grings gehen soll, ist mein grösstes Problem nach wie vor.
es ist Sand in die Augen. Und das wird jetzt einfach von allem anderen ablenken und niemand mehr wird über das Sportliche reden und wird über das reden, was effektiv ein Problem könnte sein oder gesehen sein. Oder, ich sage, wir haben sportlich immer noch extrem viele Probleme, keine Lösungen, keine Philosophie, keine Ideen. Wir haben immer noch Disbalance in der Mannschaft, die ganzen Streitigkeiten, nur weil Dinka Grings weg ist. Obwohl das ja der grösste Krisenherd war, glaube ich nicht, dass jetzt einfach alles Frieden, Freude, Eierkuchen ist. Wir haben das Verhockte, wo wir ja schon, wo ich schon tausendmal angesprochen habe, wo auch schon Nils Nilsson zum Verhängnis worden ist, ein Stück weit, oder? Die ganze Bubble, wo einfach auch bleibt, weil auch niemand anders zur Rechenschaft gezogen wird, außer Dinka Grings, für alles, was bis jetzt nicht gelaufen ist. Obwohl ich wirklich der Meinung bin, dass Dinka Grings nicht an allem schuld ist. Und wir haben keine Verjüngung und keine systemexterne Spielerinnen, wo jetzt integriert worden sind. Und jetzt muss denn die neue Person im Februar oder Ende Januar, wenn sie einfach einen Vorzusammenzug macht ohne Länderspiel, muss die neue Person einfach so viel Baustellen bearbeiten. Und ich glaube, es wird einfach schwierig. Ja, vor allem weißt du halt die neue Person. Gell? Also zuerst mal musst du jemanden finden, wo das wird machen auch. Genau. Ich glaube, du kommst natürlich von außen halt mittlerweile sehr viel mit über, was innen durch passiert. Und ich glaube, es ist nicht ein Job, den die Leute anmacht. Also wenn ein Trainer sieht, was dort alles am Laufen ist, ich glaube nicht, dass du als Trainer gerade sagst, boah, ja, da habe ich Bock drauf. Und dann muss der vieles ändern wahrscheinlich, ja. Vor allem, weil, und das haben sich ja die Spielerinnen auch ein bisschen selber zu verschulden. Es ist ja so ein bisschen alte Spielerinnen gegen Inka Grings ist die Storyline geworden. Und ja. Jeder Trainer, der kommt, wird wissen, ich muss verjüngen. Ob er wirklich die alten Spieler nicht muss aussortieren muss, ist eine Frage. Aber irgendwo durch müssen die Jüngere kommen. Und irgendwo durch könnte halt, was ich ja bemängelt habe, schon jahrelang unter dem Nils Nilsson, unter dem Martina Voss-Tecklenburg, aber vor allem auch unter den Inka Grings. Irgendeiner muss halt dann haben wir jetzt einen Gorcevic mal ein Match nicht machen. Oder der Ramona Bachmann muss zwei Matches nicht machen, weißt du? Ich habe es gesehen, letztens, was du gesagt hast, im Stream hast, am Montag oder am Dienstag, was es war. Ich finde, das habe ich ja schon mal gesagt, Jonny Gorcevic ist jetzt nicht unbedingt die Person, die ich als Exempel statuieren und sagen, sie muss jetzt mal genau. Spiele machen, weil sie reißt sich den Arsch auf. Nein, aber sie muss halt einfach, weil sie schon 150 sie, hat, du kennst braucht sie noch mal eins. Du kennst sie, ja klar. Das ist die Frage, oder? Braucht sie noch mal ein Vollzeitspiel? Braucht Ramona Bachmann noch mal ein Vollzeitspiel von 140? Auch die Lia Welti, wenn suchen wir endlich eine Lösung, falls Lia Welti nicht mittun kann. Ja. Und sie war schon angeschlagen, gewesen, hat zwei, drei Matches nicht gespielt für Arsenal. Schon wieder die Alarmglocke, auch kann sie spielen. Oder? Dinka Grings hat natürlich gerade gedacht, ja, Serena Pubel macht es. Wir haben auch gesehen, Serena Pubel hat weder in der Liga der Automatismus auf dem 60 zu spielen, noch hat sie auf internationalem Niveau wahrscheinlich die Qualität zum 60. Ja, dann momentan auch Form nicht. Ah ja, also das kommt noch dazu. Ich glaube, aber darum, das, was ich dir vorher gesagt habe, und so noch vorher, bevor wir angefangen haben, ich glaube, die Idee mit einem komplett externen, komplett neu zu starten, ist eigentlich meiner Meinung nach die beste Lösung. Ich sage, Severac wäre für mich eine Top-Lösung, das hast ja du auch gesagt. Aber ich finde, wenn du einen externen holst und dann jetzt halt wirklich mal einen Zusammenzug machst oder der halt mal wie früher halt Sichtungstraining machst, du nimmst die U23 Nazi, du nimmst die Spielerin von der Nazi, du hast mittlerweile hast du ja Videomaterial auf Y-Scout und auf anderen Portalen noch und nöcher, du kannst die Spielerinnen mittlerweile anschauen. Sonst kann man mehr anrufen. Dir anrufen, dann können sie auch die Spielerinnen von Bühler noch anschauen. glaube nicht. Wo in Frage kommen. aber ich glaube, ein externer wäre keine schlechte Lösung. Nein, du sagst, du nimmst jetzt wirklich einen, der null mit dem Schweizer Fußballverband zu tun hat, der nicht in der Schweiz trainiert hat, der nichts mit der Schweiz zu tun hat, wo halt vielleicht einfach die Sprachbarriere wäre. Und das ist halt dann wieder die Frage, will man das? Aber nein, die ist mir im Fall egal im Moment. Die Sprachbarriere, genau. Weil die Spielerinnen spielen ja im Ausland. Der Nils Nilsson hat ja auch mit den Spielerinnen nicht Deutsch geredet, obwohl er Deutsch konnte. Er hat mit den Spielerinnen größtenteils Englisch kommuniziert. Und auch die Spielerinnen müssen halt auch vielleicht mal eben die Sprachbarriere halt haben.
Das wäre ja zum Beispiel bei einem welschen Trainer wäre es ja auch so und es wäre ja fair. Ah, ich meine Ausländer. Ja, aber weißt du, was ich meine? Also, es gibt ja Leute, die sagen, Severac würde nicht gehen wegen dem. Und ich sage mal sicher, Severac geht gleich. Ja, sicher. Für mich ist klar, Prio Nummer 1 sollte sein, wenn man langfristig arbeiten als Verband, was ich ihnen sehr ans Herz würde legen. Oder? Dass man eine langfristige Lösung sucht, dass man aber auch langfristig wirklich schaut, dass man einfach erneuert und ersetzt, werden Erik Severac. Ich würde wirklich mit ihm das Gespräch suchen, schauen, in welche Richtung es gehen kann. Er hat die Erfahrung, wie du auch, ist er durch alle Ligen durchgegangen. Er hat Titel geholt. Wie ich ist, auch? Ich weiß nicht. Er ist Meister geworden, er hat den Cup geholt. Zweimal knapp nicht Meister geworden, aber das ist ja Science-Fiction-Fußball, sagst du mir immer. Er hat die Erfahrung, er ist aufgestiegen aus der ACB. Absolut. Er könnte den Schweizer Frauenfußball. Dann gibt es für mich eine ganze Wildcard-Lösung, die halt einfach anknüpfen an alte Tage wäre. Und das wäre ein Dorje Tsaba, der so viele Titel geholt hat mit Zürich, wo du könntest sagen, ja, können wir den wieder integrieren? Wett er das? Gibt es das als Lösung? Aber ich glaube, das ist so eine eher illusorische Lösung. Und dann bin ich aber auch schnell bei dir und sage mir, wir müssen völlig extern gehen. Ich glaube eben, wenn du extern gehst, hast halt, du hast keine Verbindungen mehr. Du kapst komplett vom Trainer zum... Also der Trainer halt nimmt seinen Staff mit. Das hoffentlich, heißt, ja. Der ganze Staff wird mal wieder aufgemischt. Der Trainer bringt seine Ideen rein. Der hat keinen Kontakt zu diesen Spielerinnen. Das heißt, ihm ist gleich, ob die und die spielt oder nicht, sondern er hat keine Verbindungen. Und ich glaube, das würde schon noch viel bringen, wenn du jetzt wirklich mal einen nimmst, der halt wirklich nichts mit dem zu tun hat. Völlig, also ich bin ja. Arsene Wenger ist frei. Das wäre so eine gute Lösung. Es ist einfach, du glaubst gar nicht, wie gut das wäre, aber er ist ein bisschen alt und. Halt für den zukunftsorientiert ist es nicht, aber. Nein, ich glaube, er tut sich das einfach nicht mal, der Arsene Wenger. Jetzt habe ich, hä? Arsene Wenger, die Lösung. Tanja hat wieder gelöscht. Sie hat vorhin geschrieben, dass morgen wieder einen Stream von der Alaya gäbe. Aber vielleicht gibt es ja keinen und sie hat es wegen dem wieder gelöscht. Oder sie macht einen Stream. Ah, das wär echt fast interessant. Ja, auch seit der grössten Krise her ist der SFV selber. Und jetzt sagt er noch etwas und zwar. Die Frage ist, wer in diesem Verband die nötigen Kompetenzen bekommt, ja. Das wäre schon eine gute Frage. Zum das abändern, oder was? Ja, zum Sachen ändern, zum... Das stimmt, und wegen dem sage ich, müsste auch der Staff-Mode durchgemixt werden. Weißt du, kannst... Ich... Es ist mega schwierig. Ich bin auch schon in Unternehmen reingekommen, die verharzt gesehen sind. Und in Clubs gekommen, die verharzt gesehen sind. Und es ist halt einfach... Veränderung erfreut nicht jeden. Aber wenn du schaust, es sind Spielerinnen, die zum Teil seit 2010, 2011, 12 in der Nazi sind. Und dann hast du parallel dazu Staff-Mitglieder, die so lange in der Nazi auch sind, fast, oder? Und dann hast du Funktionäre, die Nazi-Spielerinnen gewesen sind und jetzt Funktionäre sind, also noch länger in dem Ganzen. Man könnte sich, man hat Automatismus aufgebaut, man sagt gar nicht mehr etwas, was man eigentlich würde sagen, aber wenn man es schon so lange weiss, dann die schon verbesserlich, sagst du es ihm gar nicht mehr, oder? Und all diese Dynamiken haben halt mitgespielt und das hast du einfach immer gemerkt. Das hast du unter dem Nils Nielsen gemerkt, das hast du unter den Inka Grings gemerkt. Das ist halt, es reicht nicht nur eine Figur auszutauschen und das Gefühl haben, alle anderen, es verändert sich das ganze Spiel, oder? Ja, ich glaube, man sollte, also wichtig ist natürlich auch, die Leute, die schon so lange in der Nazi sind, denen auch die Credits zuzusprechen, dass die so lange da sind. Das natürlich. Hat einen Grund. Die haben viele, sind mittlerweile Vorbilder für Kinder, die jetzt anfangen, für Mädchen, die jetzt im Verein anfangen. Wir wollen ja nicht, dass die Spielerinnen aufhören. Ich glaube, das sollte man einfach separieren. Man will nicht damit sagen, sie sind schlecht oder was sie gemacht haben, ist schlecht. Und sie haben Lia Welti oder Ramona Bachmann, das sind Identifikationsfiguren für viele Mädchen heutzutage. Das merke ich auch als Trainer, wenn du zu Juniorinnen gehst. Die kennen die Frauen mittlerweile einfach, weil sie halt grosse Stars sind und weil sie viel Aufbauarbeit geleistet haben.
Wir sind aber momentan an einem Punkt, meiner Meinung nach, so sieht es von außen aus, für jemanden, der nicht im Ding drin ist, dass du, ja, das kennst du auch, wenn du mit einem Kollegen, mit einem guten Freund zusammen schaffst. Wenn der einen Scheiß macht, sagst du es dem nicht so schnell, wie wenn jemand den gleichen Scheiß macht, den du aber nicht kennst. Genau. Und ich glaube, wir sind an so einem Punkt in der Schweizer Nazi, wo du halt gewisses Verhalten tolerierst, auch weil halt, ja, mein Gott, ist halt auch meine Kollegin. Ich will nicht, dass sie schlecht geht. Ich will nicht, dass sie sich schlecht fühlt, weil ich ihr jetzt sage, hey, das kannst du nicht machen. Darum sage ich, aufbrechen wäre meiner Meinung nach wahrscheinlich die beste Lösung. Einfach jemanden extern holen. Und am Schluss, wenn der Externe auch sagt, hey, Ramona Bachmann, Lia Welti, Cüneyt Gorcevic, Lehmann, die müssen alle spielen, dann müssen wir uns halt mit uns halt mal fragen, ob es vielleicht einfach nicht, ob man keine bessere Spielerinnen hat. Ja, und vielleicht auch auf Trainingsdisziplin von anderen Spielerinnen hinterfragen. Aber man hört aber gemischte Sachen aus der Nazi, also aus dem Umfeld von Nils Nielsen und auch aus dem Umfeld von der Inka Grings, haben wir immer wieder gehört, ja, Veränderung im Kader und so wird dann halt einfach diskutiert, und zwar mehr diskutiert, als man sollte, oder? Oder wenn ein Trainer sagt, ja, wenn ich die und die mal nicht lala spiele, dann habe ich ein paar hässige Spielerinnen. Hat man so mal gehört. Aber das wäre ja ganz normal. Also weißt du, ja, wenn ich habe eine Firma aufgemacht. Wenn ich einen Job würde ausschreiben und meine Kollegen nicht zuerst würde berücksichtigen, wären die auch hässig. Ja, ja. Weißt du, mein, das sind, wir reden da am Schluss von ihrem Job. Ja, ja. Und das ist ganz normal, dass wenn er in Kagrins vorher bei Zürich gearbeitet hat und eine Zürich Spielerin, die das Gefühl hat, sie könnte die Nazi, nicht aufgeboten wird von ihr, dann hast du ein Problem. Das ist normal, meiner Meinung nach. Und darum musst du es eben unbedingt aufbrechen und sagen, so, Tabula rasa, null Rechnung, alles von null los. Wir holen einen externen, von mir aus einen Schwed, einen Norweger, einen Franzosen, ist wurscht, einen Spanier am besten. Und lass alles komplett mal anschauen. Du lässt die Nazi-Spielerinnen alle anschauen, du lässt die U23-Nazi mal antraben, du schaust die U19-Nazi an, was auch interessante Spielerinnen hat, die als Ergänzungsspielerin könnten fungieren in der Nazi, wo sich halt langsam in die Nazi entwickeln könnten durch das. Das ist meine Ideallösung. Ja, ich denke, es ist auch wahrscheinlich die beste. Ich gehe einfach davon aus, dass wir nicht so eine Welt sehen. Ich denke, man wird einer von den 3-4 üblichen Verdächtigen sehen am Schluss, der im Januar bestimmt wird als Nationaltrainerin. Und dann ist das so. Hoffen wir es nicht. Ja. Jetzt für eine Genshin. Nicht ganz in der Meinung, von wegen vor. Vorbildfunktion. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt in dem Fall nicht von den Juniorinnen, die ich kenne. He. Sie nehmen Alicia Lehmann nicht gerne als Vorbild. Im Gegenteil. Im Fall. Ja, und vor allem Alicia Lehmann ist die bekannteste, dass sie ein Vorbild ist, vielleicht mit dem Geld, das sie verdient und was sie macht. Aber nochmal etwas anderes, ich muss eine Lanze brechen für Alicia Lehmann. Alicia Lehmann ist ein Vollprofi. Du hörst nur Gutes, ganz ehrlich. Du hast vom Nils Nielsen nur Gutes gehört über Alicia Lehmann, bis er sie plötzlich aussortiert hat für die EM, aber das ist ein anderes Thema. Vom Nils Nielsen hast du nur Gutes gehört, du hast vorher von den anderen nur Gutes gehört, auch bei IBE. Sie hat geschafft und sowohl von West Ham, von Everton und also jetzt von Aston Villa hörst du ganze Zeit nur Lob. Alicia kommt jedes Training, macht alles mit, fällt nie, spielt Fußball. Was sie sonst in ihrer Freizeit macht, das kann uns egal sein. Ganz ehrlich, hat sie einfach entschieden, sie will uns daran teilhaben in ihrer Social Media Welt. Aber Alicia taucht angeblich in jedem Training auf, ist immer rum, schaut vielleicht nicht immer zur Regeneration, hat auch in den letzten 4 Jahren regelmässig immer gespielt. Jetzt ist sie das erste Mal seit langem wieder
ein bisschen draussen aus dem Team. Aber ja, es ist gestern aber das Team... gestern auch wieder 90 Minuten. Also sicher mal von Anfang an, ich habe nicht gesehen, dass es ganz 90 Minuten gesehen. Aber sie ist jetzt erst mal wieder ein bisschen aus dem Team raus, aber sie hat auch gute Konkurrenz, grosse Konkurrenz im jetzigen Aston Villa. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man der Alicia Lehmann etwas ankreiden kann. Sie macht eigentlich das Maximum aus dem Sport, wo sie ist. Genau. Sie holt viel raus durch Werbung, sie holt viel raus durch... Also weißt du, ein Insta-Post von ihr ist was? Eine 500.000 wert? Ja, und ich meine, BBC hat ja mal Zahlen veröffentlicht, dass Liverpool gegen Aston Villa oder so, oder Arsenal gegen Aston Villa, ist bei der BBC gelaufen. Und die Leute haben eingeschaut und wussten, wird natürlich die BBC mit Alicia auch gewerbt. Und wo klar war, dass sie nicht im Team ist, haben über 1 Million Leute ausgeschaltet, angeblich. Also eben, und da kann man ihr keine Anschuldigung machen, dass sie das macht. Sie aber spielt, ja, sie trainiert. Also ich sehe das Problem mit Alicia Lehmann sehe ich nicht. Mein einziges Problem mit Alicia Lehmann ist, dass der Nazi kein Goal schießt und keine Flanken schlägt. Ja, das ist das Problem. Nein, das ist wirklich das Problem, das ich mit ihr habe. Ja. Aber das Problem habe ich mit allen anderen auch übrigens. Für die Jungen wissen wir ja, Bachmann, Znogorcevic, Welti sind die grossen Vorbilder. Also hörst du nie, also fast nie Alicia Lehmann als erstes. Also ich kenn, was aber auch nicht schlimm war. Nein, absolut nicht. Ich sehe einfach viel, wo. Also die Welt ist riesig. Jetzt zum Beispiel im Appenzell, logisch ist noch Nadine Riesen sehr viel, vor allem wie Bühler. Hat sie gestern gespielt? Nein. Schade. Nein, sicher nicht von Anfang an. Ich wüsste nicht, ob sie reinkommt. Von Anfang an sicher nicht. Nein, ich glaube im Fall nicht, nein. Schade. Wird sie natürlich nachher müssen offensiv wechseln, aber sie könnte auch nach vorne viel machen. Aber ja. Alicia Lehmann wird zählt als Vorbild gewählt. Es sind Bachmann, es sind Welti und eben bei uns jetzt halt die Riesen. Ja, ja. Und drum, also, ja. Fabian Hum. Nein, eben selten. In der Schweiz. Ja, aber das check ich eben auch nicht. Das ist, ja, bei Zürich und so um das herum ist wahrscheinlich schon die ein oder andere, die Fabian Hum mag. Ich fände es schön, wenn mir Mädchen würde sagen, ich würde sie wie Fabian Hum. Nein, ja, ich fände es schön, wenn mir Mädchen wären wie Fabian Hum. Ja. Und würde gut Fußball spielen und Goal schießen. Absolut. Aber das ist so, was sagt unser Kollege da? Ah ja, aber gefällt dir die Leistung auf dem Platz mit den Nazis? Nein, aber. Aber auch bei anderen nicht. Und das hat ja mit dem nichts zu tun. Also das ist genau. Alicia Lehmann. Aber das ist noch. Aber jetzt haben wir jetzt unnötig da auf den Kommentar reagiert. Das ist schon gut, wichtig, dass wir in einem Livestream das machen. Aber was glaubst du, ist jetzt für eine Reto Genshin wichtig? Jetzt, was, dass es eben funktioniert, diesen zwei Match. Glaubst du, er muss noch ein bisschen noch Hausaufgaben machen? Was erwartest du von ihm? Oder muss er einfach 11 auf den Platz schicken mit einer Idee? Und er hat das natürlich schon einen scheiß Job. Also ja. Er kann jetzt nicht ausmisten. Natürlich wird er auch. Also er könnte, aber er wird das jetzt nicht machen. Also ich glaube, es ist jetzt nicht sein Job, da das Aufgebot komplett neu gestalten, weil das macht wenig Sinn. Er ist ja nicht die Lösung für die Zukunft. Nein. Und du wirst ja die jetzigen Leute nur hässlich machen damit. Das heisst, du wirst sie ja schon verlieren für die Zukunft. Ob das Sinn macht oder nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, du wirst jetzt ein relativ ähnliches Aufgebot haben wie letztes Mal, nehme ich an. Mhm. Und dann hoffe ich einfach, ich hoffe einfach wirklich, dass nachher halt mal eben auch die U19 und die U23 angeschaut wird, weil dort hat es auch spannende Spieler drin. Und ich finde, ja, das müsstest du einfach mal anschauen. Du 23 soll angeblich wieder einen Zusammenzug haben nächste Woche, aber pst, ich weiß nicht. Diese Nachricht wird sich in 5 Sekunden selber löschen. Zerstören. Angeblich, mal schauen, ob das denn der Fall ist. Ja, ich habe ja gehört, du weißt ja, ich höre viel. Du hörst viel, ja, habe ich gemerkt. Das ist, ich finde es sehr schön, den schönen Sonnenuntergang, den wir haben. Hey, ist mega schön. Ich bin abseits auch noch nicht so oft. Weiter. Viele Matches, gerade im Wiener, sieht es oft so aus. Oder früher hat es so ausgesehen, jetzt musst du ja in Langdorf. Was eigentlich nicht so schlimm ist. Für abseits, wenn wir streamen. Wenn ich als Zuschauer komme, ist der Wieler blöd. Der Wieler nicht, das Langdorf blöd. Der Wieler ist einfach so heimelig und da kannst du auch noch Kollegen überreden, schnell rüberzukommen. Dann kannst du ins Späzli zu Edit und ja.
Weiter, sorry. Was ich gehört habe, ist ja, dass Dinka Grings ja eh mit ihrem letzten Aufgebot kein Rad neu erfunden hat und auch am nichts gerüttelt hat. Von den vielen U19-Spielerinnen, die sie sich anschauen würden, sie gingen eigentlich eine im Aufgebot gesehen. Und jetzt ist die Chance sehr groß, dass es die eine ist, die eh auch schon aufgeboten war vorher. Also, ich habe gehört, Dinka Grings hat dort nicht viel am System gerüttelt. Und ich nehme an, wir werden jetzt mehr oder weniger das gleiche Aufgebot sehen. Leider ohne Svenja Völmli. Klar, ja. Leider ohne Rainer Friedli. Ja. Und ja. Ohne wer noch? Leider ohne viele Leute, die es eigentlich verdient hätten, gell? Ja. Vor allem, halt, wo wirklich auch in der U19 zum Beispiel sehr gut leid, obwohl eben das mit der U19 ist natürlich auch schwierig. Nein, Liga B gesehen. Genau, und, genau. Weißt du, für mich ist aber... Das muss man relativieren, ja. Die Spielerinnen von der U19, und ich kenne ja jede und verfolge jede jetzt schon ein paar Jahre, ich sehe leider Gottes, obwohl es ein super Nachwuchs ist, ein super Jahrgang, sehe ich noch keine auf Stufe Nationalmannschaft. Wie gesagt, ich hätte Luyer einfach mal aufgeboten. Luyer, mit der Nomi Luyer kannst du arbeiten, weil sie am Absprungpunkt ist und halt formtechnisch gerade auch in der Liga in Form ist. Du könntest ja Nomi Luyer anschauen, aber ich glaube, auch für sie ist es noch zu früh. Absolut, eben, ich sage einfach mal zum Mitnehmen, zum Anschauen, mal schauen, wie sie sich integrieren würde. Ich finde, dass du bräuchtest immer 23, 14, 22 Kader, brauchst du auch Leute, die sich halt dort rein einfügen langsam und nicht, die schon dort sind und bam, stamm. Genau. Das ist ja... Ich würde auch sogar eine Sydney-Schertenlei vielleicht mal anschauen. Die hat jetzt auch die letzten paar Wochen gut performt. Ja. Du könntest Lia Kamber, das ist halt das ist so eine persönliche Schwäche, Lia ja. Kamber mal anschauen. Ich finde, Lia Kamber ist eine mega spezielle Spielerin. Also wenn wir müsste eine wählen, wäre es Lia Kamber für mich, weil das ist die, die am nächsten wäre mit ihren Leistungen bei Luzern, also in der Women's Super League, um ein Aufgebot rechtfertigen. Das wäre sie, das wäre Lia Kamber. Aber sie ist auch noch nicht so weit. Und ich habe das Gefühl, all die Spielerinnen sind vielleicht auch schon jetzt in diesen Gedanken schon ein bisschen zu weit. Und all die Spielerinnen müssen in der Liga konstanter und einflussreicher werden. Ja, ja. Und das ist mein Problem. Kann durchgehend weil Lia Kamber macht einfach auch ein bisschen zu wenig manchmal. Weil man weiss, sie könnte mehr. Und klar, Mitspielerin und so, aber weißt du, und Sidney Schertenlei hat da viel Pech, dass einfach Trainer sie falsch aufstellen. Bis jetzt der Walti hat das jetzt eigentlich gut gemacht, der Walter Grüter. Aber sonst, die ganze Saison durch, ist sie echt falsch aufgestellt worden. Ja. Und das geht dann nicht. Das bringt ihr nicht, das ist nicht ihr Spiel. Ich weiss, das ist dann so die Schweizer Krankheit, sie ist gross und robust, die geht sicher in den Sturm. Aber das ist ihre Fertigkeit nicht ausgespielt. Ihre Schwester schon, das ja. ist eine Stürmerin. Aber Sidney müsstest du von hinten bringen, also aus dem Mittelfeld raus. Ja. Und ich sage, ja, am meisten wäre eben, man könnte die alle integrieren, die Spielerin, aber am meisten dann ein Lia Kamber, wenn schon. Oder ein... Also Luyer finde ich auch ja. unbedingt. Eben darum, ich sage, es muss ja nicht immer etwas sein, das fest für immer ist, sondern sie einfach mal mitnehmen, sie mal integrieren in das Team, schauen, wie es funktioniert. Vielleicht wäre es durch die Mitspielerin auch wieder besser oder es matcht gerade. Historisch gesehen ist jede Spielerin, die im Jung in Dunst von der Nazi kommt, in den letzten Jahren eigentlich eher nachher am Abfallen gewesen. Also leider haben zu wenig Spielerinnen davon den Bus genommen, außer Fabian Oertli damals. Ja. Die hat nach ihrem Nazi-Aufgebot die drei besten Männer ihrer Karriere gehabt. Muss man vielleicht im nächsten Fall Örtli finden. Ja. Nein, ich sage nur, ich finde, man muss es probieren. Ich finde, du solltest in der Nazi nach Form aufstellen und ich finde, das sind Leute, die jetzt wirklich einfach in Form sind. Ja, und jetzt auch gerade, wenn wir wissen, das ist ein Unterbruch für die U19, wo aber keine Ernstkämpfe rum sind, dass du halt einfach dort vielleicht ein, zwei mitnimmst oder hast halt einfach mal das 25er Kader. Oder genau. Und dann nimmst du ein, zwei mit zum Anschauen. Für mich wird wichtig sein, dass man wirklich analysiert und nicht einfach nach Sympathie und nach wer hat das Futura-Diplom zu gut und so weiter, sondern dass man analysiert, auf welchen Positionen fehlen uns Leute. Ja.
Und dann, dass man dementsprechend dann handelt. Und das ist bis jetzt einfach nicht passiert und das tut mir ein bisschen leid. Und jetzt hat man die Chance, um das zu ändern mit einem neuen Trainer, neu aufstellen, neuen Staff und dann... Genau, und ein Trainer, der das die Probleme anspricht, der sagt, okay, es kann nicht sein, dass wir seit... was haben wir da jetzt? Seit 2020 oder 2019, also 2019, 20 nicht mehr einen zweiten Sechser hatten in dieser Nazi. Das kann doch nicht sein. Ja. Bei aller Liebe und natürlich ist Liewelti gesetzt, weil sie so gut spielt, aber auch Liewelti muss mal eine Pause haben, auch Liewelti wäre vielleicht froh, mal einen Match nicht zu machen oder zwei. Wir müssen einfach eine Lösung haben. Schlimmstenfalls verletzt sie sich irgendwie ja. in einem Match und was machst du dann? Dann hast du das Problem, oder? Ja. Und, du hast ja Mittelfeldspieler auch in der AWSL. Also, keine Ahnung, wir haben jetzt von Kammer geredet, wir haben von der Luje geredet, wir haben von der Schertenleib geredet. Du hast aber auch eine Lamperiere, wo ein Skandal ja, ist, dass noch nie aufgeboten worden ist. Natürlich. Genau, aber eben, ich sage nur, oder Jackson, der noch nie aufgeboten worden ist. Jackson und Laino haben so unglaublich gute Arbeit. Du könntest ohne Problem 10 streichen, einfach mal für 1-2 Aufgebot, weil du kennst die Qualität von diesen Leuten. Und 10 reinnehmen, komplett neu probieren und dann siehst du, was passiert. Also verlieren kannst du jetzt nichts. Genau, das bin ich auch der Meinung. Man könnte absteigen, aber das wird man wahrscheinlich eh. So oder so. Fragezeichen, ja. Wir werden es dann sehen. Das bist du jetzt mit diesen Spielern auch. Morgen wissen wir dann, was das Aufgebot ist. Bin gespannt. Bin gespannt zu sehen, was die Philosophie des neuen Trainers ist, was er sich überlegt jetzt für die zwei Matches, wo er das Gefühl hat, wo kann er helfen. Und ich bin überrascht gewesen, wer aufgeboten wird, ob irgendjemand Neues. Gerade auch in der Goalie-Frage, weil jetzt haben wir die sichtbar, denkbar dümmste Situation. Der potenzielle Heilbringer hat aufgehört zu shooten. Und diese zwei langen daneben, was das Zeug halten. Also... Momentan nicht so gut zum Anschauen, ja. Also es ist wirklich Livia Peng. Und Elvira Herzog haben sowohl... Bei Bremen macht es nicht schlecht. Ja, aber auch dort, also Herzog und Benz, ja, Benz packt jetzt momentan nicht. Nein, auch Peng. Also sorry, dort, wo sie sich von der Bayern-Spielerin wegdrücken. Klar, es müsste ein Foul sein, aber das klangt doch nicht, wenn einer doch ein Foodie hin hat, dass du schon umgehst. Sorry. Ja. Nicht böse gemeint, aber... Ja, aber so richtige Patz... Und gegen Spanien hat es ja nicht gut ausgesehen. Ja, das hat, glaube ich, niemand. Ja, aber sie hat ja nicht die Chance gehabt, den Unterschied zu machen, ja. oder? Und absolut. Ich sage, jetzt haben wir einfach die Situation, wo beide Goalies auf einem fragwürdigen Level sind. Und das ist die Frage, wer ist Nummer 3? Schauen wir uns überhaupt nochmal einen Goalie an, der eine Möglichkeit hat, vielleicht Nummer 1 zu werden? Oder sind diese zwei gesetzt? Und ja, und dann eben, sind alle Goalies bis auf die Lorena Barth in der Liga eigentlich eben auch am Patzen, oder? Du hast, ja, eben, aber das wäre ja wieder eine Möglichkeit. Wieso holst du Lorena nicht einfach mal mit? Sie trifft den Threshold vom Verband nicht. Ich glaube, der Verband hat Mindestgröße 1,70 definiert und Lorena Barth ist zu klein. Das diskutiere ich nicht. Was diskutierst du? Der Maßstab, so Dinge. Ja, natürlich. Ah, ja. Was soll ich dir sagen? Es hat gute AWSL-Goalies, sie patzen ab und zu momentan ein bisschen. Ja, ich sage eben, zwischen Benz und Schneider eine sollte es sein, denke ich. Schneider ist auch noch. Du hast einen Schneider, den du jetzt mal mitnehmen könntest. Du könntest in dem Fall die Lorena Barth nicht mitnehmen, weil sie einfach zu klein ist. Keine Ahnung, es gibt Woche für Woche Goalies, die es echt gut machen. Und ja, schade, dass man, wenn man jetzt sieht, dass man die Problematik hat, dass man nicht reagiert und sagt, ja, dann nehmen wir jetzt halt mal zwei andere mit. Weil vielleicht braucht es auch mal Pause. Ja, ja. Vielleicht braucht der Benz einfach mal eine Woche, zwei, wo sie sagen, hey, stopp. Was hat sie ja im Köpfchen jeweils bekommen, aber jetzt ist es nicht ausgeschieden. Ja, aber regenerieren und einfach mal runterkommen und können neu starten. Ich glaube, das tut teilweise nicht, das ist nichts schlecht, das ist nichts Böses. Ein Goalie ist so eine komplizierte Position, ist so eine schwierige Position. Ein Fehler von einem Goalie macht vielleicht das Spiel aus, aber wenn der Stürmer das Goal nicht trifft, bei zwei Chancen,
kann ein Mittelfeldspieler das Goal machen. Das ist so eine komplexe Position als Goalie. Du musst mental so auf der Höhe sein. Wenn du auch mal zwei, drei neue mitnimmst, halt wirklich mal durchmischst und sagst, keine Ahnung, jetzt nimmst du eben, ja, darfst du teilweise ein paar wieder nicht mitnehmen, wenn sie klein sind, aber, nein, aber nimmst einfach mal drei andere mit oder zwei andere mit und dann siehst du, was passiert. Obwohl in der Liga, glaube ich, im Moment kannst du alle mitnehmen, außer Lorena Barth und Rihanna Gmür. Dann nimmst du... das Ding vielleicht auch nicht, Gillian Rock bei Arsenal. GC. Fast. Aber die sollst du sonst nicht mitnehmen. Nein, bin ich auch noch nicht so Fan. Das sehe ich momentan auch nicht so. Ding habe ich cool gefunden am Wochenende. Blöchlinger? Rappi? Ich darf nicht über sie reden. Ja, sie habe ich super gefunden am Wochenende. Kann ich, logisch, du darfst jetzt wegen einem Spiel nicht... Sie ist verletzt Ding. Übrigens. Soweit ich weiß. Ach schon. Darfst du wegen einem Spiel nicht gerade Ding... Ja, ein Ding. Kollege von mir ist ins Training gegangen und hat das gesagt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Also, nein, nicht gesagt. Nein, das ist... Ja, ein Goalie, wo gesagt hat, ich soll nicht über sie reden, rede ich nicht über sie. Ja, eben, aber sie wäre zum Beispiel für mich... Also logisch, eben, wir reden also von 1, 2, 3 Spielen, die ich gesehen habe, wo ich sie gut gefunden habe. Jetzt gegen Basel habe ich sie mega gefunden. Es steht viel früher 1 oder 0-1, wenn sie nicht im Goal steht. Keine Ahnung, wenn du siehst, du hast ein Problem auf dieser Position, dann probierst du halt etwas Neues. Ja, aber... Und gibst halt den anderen auch mal die Möglichkeit, zum mal runterzufahren. Es ist echt eine anstrengende Position, der Goalie. Du bist mental, jederzeit bist du unter Druck, du musst die ganze Zeit konzentriert, fokussiert sein. Wegen dem wäre es für mich wichtig, wer auch immer die dritte Goalie-Frau ist, dass die mal spielt. Ja, unbedingt. Vielleicht nicht gegen Italien, vielleicht gegen Schweden. Ja. Du musst Chancen geben. Vielleicht Ding ist auch, also weißt du, in Spanien hat es auch Garcia hat es auch geschafft, weil im Canizares ein paar fünf Flaschen auf den Boden gehabt ist. Dann spielt er ein riesiges Spiel und ab dann hat er eine riesige Karriere. Das ist schon noch eine unglaubliche Geschichte. Ja, aber ich sage nur, weißt du, die Geschichten können sich wiederholen. Shampoo-Flaschen, aber das ist eben auch die Frage, welcher Mongo hat, sorry, ich will nicht böse Sprache verwenden, hat ein Glas. Shampoo-Flasche. Parfümflasche ist es. Ist Parfümflasche? Ja. Ich meine, es ist beim Duschen. Nein, er hat eine Parfümflasche reingenommen und hat dann sich quasi einparfümiert, ist runtergefallen auf den Fuß und dann ist nachher die Geschichte gekommen. Aber das war 2004 gewesen, gell? Oder 2006? Es müsste 2006 bei der WM sein, oder? Ich glaube, es war 2006 gewesen, aber der Casillas war ja schon Nummer 1 gewesen, 2004. Aber ich glaube, der Canizares hat es ihm aber weggenommen. Genau, und dann ist er wieder eigentlich gekommen. Ja. Ich sage nur, du so Sachen ausprobieren, es macht niemandem weh. Und schon du zeigst eine Traumkarriere gehabt. Absolut, er hat eine riesige Karriere gemacht. Hast du das gesehen? Das ist gegen Leverkusen. Final gesehen, 18 Penalty, gerade gehabt. Das ist ein riesiger Goal vom Zidane. Ja, bin dabei. Also ich habe den Match geschaut, bin nicht im Stadion gesehen. Und seither bin ich Casillas, wenn ich habe zwei Casillas-Trikots daheim. Verstehe ich. Riese Ding und könnte in der Schweizer Nazi vielleicht auch passieren. Ja, so Geschichten, so Geschichten werden nur geschrieben, weil es halt probiert worden ist. Das ist ja so. Also, und darum sage ich einfach, probieren und du verlierst nichts. Und ich glaube, Zuschauer würden sogar estimieren, wenn sie sehen, hey, sie probieren etwas zu ändern. Es ist etwas am Laufen. Okay, sie würden schätzen und estimieren. Estimieren ist kein Wort, kein deutsches Wort. Man kann es vielleicht irgendwo als Lehnwort verwenden. Solltest du mir auch noch Lehrerspiel für die Ausländer? Nein, aber es ist nur damit die Leute verstehen, was du sagst. Aber sie würden schätzen. Du Spanisch sprechen, du. Sie würden schätzen. Sonst verstehen die Leute nur Spanisch. Sie würden schätzen, wenn sie sehen, hey, schau, da passiert etwas, sie versuchen es wenigstens. Ich bin extrem der Meinung, dass eben dort wichtig ist, wer die dritte Goalie ist und auch wichtig, wer in der Abwehr nominiert wird. Ich habe das Gefühl, wir können natürlich mit den Abwehrspielerinnen in die letzten zwei Matches, die wir hatten, ich sage, wir sollten das Feld verbreitern. Und da habe ich auch das Gefühl, dass vielleicht auch sogar Ella Thun eine Chance bekommen könnte. Ja. Nicht ja auch Champions League gespielt gestern. Ich als Wingback. Ella Thun hat eine kleine undankbare Zeit erlebt, weil der Nils Nielsen hat so fest auf sie gesetzt, dass sie nie U19 gespielt hat. Aber auch nie mit der A-Mannschaft. Yeah. Und hat sie noch das Kreuzband gerissen und so. Und jetzt wissen wir einfach auch zu wenig, was kann Ella Thun auf höchstem Level.
Und es ist immer ein bisschen schwierig abzuschätzen, ab der österreichischen Liga. Die ist zum Nicht so. Teil sehr gut, zum Teil ganz schlecht. Sie ist sehr gut vermarktet. Das spielerische Niveau, habe ich immer das Gefühl, könnte man mithalten, außer gegen St. Pölten, weil St. Pölten wirkt doch recht Und stark. Altach mittlerweile. Nein, die haben ja im Sommer die Schweizer mitgehalten mit Altach. Es ist schwieriger geworden, aber die Schweizer haben mitgehalten. Aber ich glaube, Altach ist noch knapp erreichbar für die meisten Schweizer Teams. St. Pölten nicht wirklich. Mal schauen. Alltag ist ein spannendes Ja. Ding. Nein, aber Abwehr, ich glaube, da brauchen wir mindestens ein, zwei neue Lösungen. Du brauchst überall ein bisschen frischen Ja. Wind, sage ich. Du brauchst überall ein bisschen Leute, die Biss haben und wollen das Nazi-Liebli tragen und dementsprechend Leistung bringen. Und auch wenn es nicht jeder Pass sitzt und wenn nicht jeder Schuss aufs Goal geht und wenn nicht jede Parade sitzt, du musst spüren, dass Leidenschaft um ist und dass sie wollen, ja, dass sie wollen, das Liebli tragen. Das ist für mich das Wichtigste. Das ist ja so. Das ist ja so. Wenn wir noch über die Nazi reden, nicht, oder? Ich Können wir meine, jetzt ab weitermachen? morgen gibt es dann die Kaderbekanntgabe. Schauen bei mir rein auf Instagram und so weiter. Ich werde Stand jetzt dabei sein im Muri und werde euch dann dort direkt live aus Muri berichten. Gespannt. Ich schaue Gehen rein. wir in die Women's Super League. Super. In die Wo Duracell Super League, kennst ne? du? Duracell Super League. Ist das Das war Türkei? die türkische Mal gesehen. Duracell Super Ah, League. Duracell. Duracell Super League. Ja. Nein, gehen Läuft wir und in die läuft und läuft. AXA Women's Super League. Die AXA, die nach wie vor einen grossartigen Job macht. Also wirklich einen besseren Sponsor hätte man sich nicht können wünschen für die Liga. Traumlos, ja. Abgesehen von dem wenigen Geld, wo dann bei den Verein landet, von der AXA direkt, im Spielbetrieb. Ein bisschen geht da noch Verband. Die haben sie ja dann noch Sponsorings, aber sie rühren so viel Geld ins Drumherum. Sie. Nur abseits sind sie nicht Sponsor, Hast du auch gefragt? Gottverdammt. Nein. Eh, voilà. Ich habe mal ein Gespräch abmachen, aber es hat sich dann. Hat er fast nie Zeit gehabt. Und ich habe dann gefunden, boah, an diesen 2 Tagen hat man irgendwie innerhalb von 3 Monaten 2 Daten geschickt und habe ich aber gerade nicht können an diesen Daten und jetzt muss ich mal wieder dort nachknüpfen. Ich habe sehr viele Ideen für die AXA, wo wir geiles Zeugs zusammen machen können. Nein, sie tun ja einen Blick Artikel kaufen oder sponsern sicher. Ich glaube, bei Watson machen sie das immer noch. Sie haben jetzt einen Podcast gestartet. Ja. Ich finde, das ist ein Traum für jede Liga, Ja. so ein Ding zu haben. Ich kann da nur aus der Erfahrung sprechen, die wir jetzt in Spanien mit der Liga, mit Liga F. Iberdrola. nein, nein, Iberdrola ist top gewesen. F. F? Weiß nicht, Nein, sie für haben was F einen steht. Namenssponsor gehabt, Gott Dami. Ja, ist nicht der, wo F ist. Ich meine, es heißt Liga F, weil sie. Fi Network. Fi Aber für Network. Network, weil Fi Liga F wegen Network, dem, genau. oder? Die haben ja ihren Betrag, was die 4 Millionen, was sie versprochen haben, nicht gezahlt. Im Nachhinein, obwohl sie die ganze Saison Werbung gemacht haben und so. Ich glaube, das mit der Achse, das ist ein riesiger Glücksgriff für den Schweizer Fußball. Und wäre schön, wenn andere noch nachschüttet und auf den Zug aufspringen, damit man halt auch das Ganze ein bisschen entwickeln kann. Weil im Endeffekt, wir reden immer vom Effort von der Frauen und von dem, was die Trainer mehr leisten und von dem, was dort mehr passieren muss. Aber es hängt halt auch ein bisschen am Geld. Ja, Geld ist sicher auch ein Treiber, obwohl man muss einfach sagen, die Vereine müssen auch lernen, das Geld am richtigen Ort auszugeben. Ich habe manchmal schon das Gefühl, boah, wo ihr da Geld versandet, Leute. Aber ja, Luzern hat jetzt öffentlich, die Zahlen öffentlich gemacht. Hast du gesagt, Profit, ja? 20'000 Profit. Ja? Und wenn es die komischen Rückstellungen nicht abzogen hat, sogar 40'000 Profit. Hat der Sandro Waser also gut geschäftet. Ich glaube eben, es wird je länger, je mehr ein profitables Geschäft ist ja eben gerade. Wir haben das schon besprochen, genau. Der erste FC Köln hat ja auch letzte Woche im Doppelpass gesagt, eben, dass es jetzt ein Millionenplus ist mittlerweile, was sie dort haben. Also das ist etwas, was kommt, wo im Kommen ist. Und es lohnt sich für jeden Sponsor da aufzusteigen und jetzt, wo es noch günstig ist zum Einsteigen, wenn wir ehrlich sind,
hat es dann so wie so ein Kryptowährungsverkäufer, gell? Der ist mir gerade Buss und geht in den Knast. Der, wo Dana Markovic und Cristiano Ronaldo zusammenbringt. Ach schon? Mhm. Ich nenne jetzt die Marke nicht, aber in der Zeitung steht es. Jedenfalls ist es natürlich cool, wenn es noch ein paar Sponsoren gibt, die auch noch ein bisschen etwas reinbringen, weil es braucht zum Schluss. Es hätte ja mal die Credit Suisse gegeben, aber... Probieren es vielleicht. Ja, vielleicht. Mal schauen. Hoffen wir es. Ob sie auch eine Werbung drehen mit den Nazi-Spielerinnen. Ja, und spielerisch finde ich noch einen coolen Spieltag. Jetzt, Rappi habe ich gesehen, gegen Basel bin ich live gewesen. Ich habe Luzern einen Teil gesehen, ich habe Aarau einen Teil gesehen und ich habe den Rest einfach nicht gesehen, weil der Stream nicht gegangen ist. Ja, der Stream ist ganz. Also, ich kann nur sagen, abseits Streams stürzen nicht mehr so ab. Aber, ich habe zwar gehört, dass am Anfang von Bühler gegen Wiel auch nicht ganz funktioniert, aber das ist der Sonnenschirm gelegen, glaube ich. Dann Signal. Nein, das ist das Kabel, das am Vortag noch gegangen ist. Signalfall, schade. Ich gebe es zu, dort, aber. Nein, das war schade, weil ich habe Aarau St. Gallen geschaut am Samstag. Hammer, wie der Häusermann das momentan anbringt. Ich finde aber auch mega speziell oder mega cool, wie du ihn hörst. Also du hörst ihn, er ist mega positiv, er coacht sehr positiv, er coacht sehr viel. Er ist mega präsent, finde ich sehr cool. Was du bei ihm merkst, auch, er hat, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, vielleicht hat er ja mit dir geredet, habe ich gehört, dann haben sie ein Gespräch gehabt. Ich weiß nicht, ob es so dem gelegen ist. Vielleicht hat er mit mir geredet. Nein, mit mir hat er nicht geredet. Vielleicht hat er mit dem Tomo geredet. Oder ich weiß nicht, woher er sich die Info geholt hat. Oder ob er innerhalb von einer Woche so viel mit der Mannschaft geredet hat. Oder ob er meine ganzen Kritiken bei diesem Live-Spiel gelost hat, wo ich den Cup so viele Sachen kritisiert habe. Er hat einen Schlüssel gefunden, die Spielerinnen an den richtigen Ort zu schieben. Was der Raimundo Ponte völlig versäumt hat. Und dann nachher aber auch der Tomo nicht hat können mehr regeln. Er hat halt einfach überall die gehabt, die er eingesetzt hat auf die Art. Aber zum Beispiel Petkova ins Zentrum schieben ist gescheit gesehen. Tauriello nach vorne ist gescheit gesehen. Mujela immer einsetzen ist wichtig. Stecke in der Mitte scheint zu funktionieren. Und eben, so auch mit der Nicole Tiller hat er, ist pünktlich zu seiner Zeit jemand fit, wo die Position super spielt, recht Aussenverteidigerin, wo ich einfach gar nicht gekannt habe, weil zu IB-Zeiten habe ich zu wenig IB geschaut, was ich noch nicht gesehen ist. Dann in den USA habe ich sie natürlich nicht gesehen. Und dann ist sie lange verletzt gewesen. Und irgendwie der Groove kommt, es wird, und die Lorena Bart haltet alles. Hey, was die Eiserzeugs gehabt hat gegen St. Gallen. Ja, sie macht glaube ich, bei dem einen Pfostenschuss ein bisschen Fehler von der Stelle, von der Position her, aber ist nachher wieder voll. Darum, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Selbst wenn sie mal einen kurzen Fehler macht, ist sie wieder da. Genau, und dann ist sie gerade dort und hecht. Aber wenn du die ganze Saison anschaust, alle Goal gegen Aarau, siehst du, meistens hat sie da erst alles, was haltbar ist, so an der Grenze vom Haltbaren, hat sie. Sie hat alles. Ja. Und ich meine, was die gegen St. Gallen gehalten hat. Ich meine, was die St. Gallerinnen für Zeugs versäumt haben. Also. Ich finde zwar nicht, dass jetzt extrem viel mehr ist. Also, ich finde jetzt St. Gallen nicht so überlegen, wie du es hättest können erwarten. Nein, aber sie haben schon. Und ich sage, St. Gallen hat bis zum Goal 11 Chancen gehabt, wo bei einem schlechten Goalie an einem guten St. Gallen Tag hätten 11 Chancen, wo realistisch hätten vielleicht das Goal können geben. Finde ich ein bisschen viel. Vielleicht aber, ein bisschen weniger. Ja, ja, also ich find, sie macht einen riesen Job diese Saison. Das ist genial. Auch dort, wo ich sie auch wieder her, das ist kein Maßstab, weil Liga B und so, aber auch wieder U19, wo sie ja nichts zu tun hat. Aber sie ist auch so, sie hat so einen Charakter, sie hat so eine Ausstrahlung, wo brutal. Das Beste, was du im Spiel gegen, wo Hammer. Du nicht rum warst, im Spiel gegen Litauen. Das Beste, Litauen. Ich nicht rum. Ja, das sowieso. nein, gegen Litauen war es. Nein, nicht gegen Litauen, sorry. Im ersten Match. Das ist Zypern. Gegen Zypern gewesen. Dann macht sie einen Fehler, spielt den Ball falsch aus, der Gegner in den Fuß. Und dann ist sie aber sofort da und pariert etwas, was du nicht müsstest parieren. Und es ist top, sie ist super, auch, eben auch gegen St. Gallen sehr präsent.
macht dort, wie gesagt, so einen kleinen Fehler im Stellungsspiel. Ball geht am Pfosten, kommt zurück und dann hebt es ihn genial. Super. Die Einstellung vom Team, du hast einfach das Gefühl, sie blendet. Die wollen ums Verrecken. Und ich finde, das ist richtig nice. Also, dass ich zwei, weißt du, Olivier ist jetzt drei Wochen anzukriegen, ist Hammer. Und ich glaube, viel hat mit dem zu tun, mit seiner Art, wie du, und das hast du durch den ganzen Stream oder einfach bis der dann aber funktioniert hat, gehört. Du hörst ihn eigentlich die ganze Zeit coachen und machen und tun und helfen und unterstützen. Und hey, wenn sie mal nicht weiss, wann, hey, komm zurück, hey, mach das, hey, du musst runter und so weiter. Also, richtig nice. Super. Ja, lieber mit dem Team reden als mit dem Schiri. Absolut, absolut, ja. Und ich finde, er macht es gut, er muss aber auch verpunkten. Und gegen St. Gallen wäre schön gewesen, jetzt muss er schon das nächste Hürdchen nach Zürich. Aber es ist, wenn nicht gegen Zürich, als erstes Mal punkten, im Brückli-Feld. Am das Sonntag. Ist cool, ja. Ja. St. Gallen, nach wie vor sagen, ich habe viel Respekt vor St. Gallen, vor allem was sie machen, vor ihrer Position in der Liga. Und ich bin nach wie vor der Meinung, das, was ich geschrieben habe, Anfangswoche stehe ich dazu. Wenn St. Gallen etwas abgeklärter ist, etwas gewifter, sind sie mit dem Führungsquartett oben. Also sind sie unter zwischen Basel, Zürich und Servette. Aber sie sind es nicht. Und sie sind es immer wieder nicht. Und auch an diesem Match, es ist. Wenn das Goal nicht reingeht, dort um die 70 Minuten, dann wird es, glaube ich, ein heikler Abend. Ja, es ist halt eigentlich die wenigst klarste Chance, die nachher reingeht. Ja, gell? Ja. Es und nachher geht auch keins mehr rein. Das ist eben ein anderes Problem. Es ist nicht, der Korken ist das und wir schießen Goal. Und es ist halt für mich nach wie vor, wenn ich sage, es gäbe so viel Potenzial für St. Gallen, um sich nochmal zu verbessern. Und ich sehe es nicht, dass sie das Potenzial anknüpfen. Ich sehe einfach, dass sie konstanter werden, was gut ist. Aber wenn es darum geht, dann abgeklärt den Match zu entscheiden, eben nach dem Goal noch mehr Goal schießen, oder wenn es darum geht, mal einen Grossen zu besiegen, dann scheitert es. Sie haben Zürich rausgehauen aus dem Gap? Das ist eine Ausnahme. Das finde ich schon noch wichtig zu sagen. Nein, aber das ist gut gewesen, ist wichtig. Ist ein wichtiger erster Sieg. Ich glaube, es ist ein Prozess halt dahinter. Ja. Es ist halt wirklich ein Prozess dahinter. Und Marisa Wunderlin sagt das immer wieder, es geht um die Entwicklung. Und das ist ein Prozess. Wenn die Abklärtheit im Laufe dieser Saison kommt, ist St. Gallen ein gefährlicher Gegner für egal wer. Natürlich, weil sie auch ein gutes Kader haben, gute Spielerinnen beieinander. Die auch endlich mal einen kleinen Formzustand haben. Die unsäglich 14 Kreuzbandrisse sind jetzt endlich hinter uns. Ich glaube, St. Gallen ist mittlerweile nicht mehr gefördert, was das anbelangt. Und dadurch sind sie sich am entwickeln. Sind beide, also eben Aarau wie auch St. Gallen Mannschaften, die aufgepasst. Wir werden es sehen. Die Rückrunde startet am Samstag, am Freitag. Luzern, morgen, ja. Morgen startet sie zu Luzern und geht dann weiter am Samstag und am Sonntag dann im Brückli-Feld. Aarau gegen Zürich. Und St. Gallen trifft auf... Ist das schon das Doppelspiel, sorry? Ja, ist das Doppelspiel. St. Gallen trifft auf wer? Nicht auf Thun, Thun auf Rappi, St. Gallen auf IB. Mhm. Im Wankdorf sogar, glaubst du? St. Gallen, IB. IB St. Gallen, 4. Stunde vor Thun und Rappi, kann das sein? Genau. Ich würde dich schwer zu entscheiden, welches Stadionspiel du schaust. Ein Thun Rappi. Ah, okay. Das ist klar für dich. Ja. Das ist wahrscheinlich spannend. Willst du nicht IB St. Gallen schauen? Nicht wählen, aber ich finde jetzt Thun Rappi interessanter. Das wäre auch so etwas, wo man ein bisschen schauen und überlegen. Gut, ich weiß nicht, wenn das Young Boys gegen Zürich spielt. Ist das Zürich? Also IB spielt jetzt Zürich gegen Zürich. Also könnt ihr ja voll easy IB einfach 2 Stunden nach dem Stockholm Arena Match sein. Also sie hat jetzt am 8. Match ansetzt, da hat man beide schauen können. Ja.
Aber es ist eh, es ist 5, 4, 5, 5, 6, es sind 3 Spiele. Es wären 10 von uns, die würden wollen übergehen wollen, aber gleich. Die 10 hätten können gehen und du hättest mich gefahren, das, was das richtig wäre. Fix. Fix, gar keine Frage. Nein, ich freue mich auf das Spiel. Für den Monat, wo du noch einen Führerschein hast. es ist eben schon... Ja, schade, dass wieder alle Spiele gleichzeitig sind. Ja, das ist so. An dem Samstag. Zum Glück sind ja dann zwei andere Spiele noch. Ja. Ja, dann gehen wir zum nächsten Match von dem Samstag, wo interessant war für uns. Und zwar Servette, wo Zürich nicht wirklich eine Chance lässt. Wahnsinn. Dort ist es mehr so gegangen, wie dir mit Aarau St. Gallen. So, wieso ist jetzt das... Und du klickst überall um und versuchst auch einen Stream wieder zum Laufen zu bekommen. Geht nicht. Und dann schreibst du halt den Leuten, die du weißt, dass sie im Herrenschüler sind, aber die schauen natürlich nicht aufs Handy, fragst, hat sich etwas verändert? Es ist immer noch 3-0, was ist los? Aber Servette hat einfach auch wieder mal gezeigt, sie sind ein abgeklärtes Team. Und dass Zürich halt auch wieder im Moment nicht so abgeklärt ist. Es ist echt strange, dass eine Mannschaft so kann, also wie zusammen kann, aber eben, gell, es ist halt Psyche im Teamsport, das ist Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ob das Aus oder so das klare Aus in der Champions League halt viel sehr weh gemacht hat in dem Team, dass sie sich eigentlich ausgerechnet haben, dass die Champions League können spielen und jetzt du das halt wie so ein oh Mann, wieder nur das Jahr so quasi Schweizer Meisterschaft, das weiß ich nicht, aber Servette hat das brutal abgespielt. Ich habe das Gefühl, bei Zürich sind es mehrere Faktoren. Erstens mal Transfers sind alle nicht gezogen. Außer vielleicht Diane Caldwell, kannst du sagen, die ist eingeschlagen, weil sie einfach immer spielt. Du merkst Nadine Riesenfeld extrem als treibende Kraft, so ein bisschen das Leadership von ihnen. Und dann jetzt zum Beispiel gegen Servette, die Mitte, die hat nicht gezogen. Pubel Pinter gegen halt Servette Mittelfeld, hure schwierig. Hure schwierig. Ja. Hure schwierig so. Und, dort hat Servette halt immer wieder einen Overload gehabt, immer wieder können den Ball zirkulieren und dann hat Servette auch noch gute Breite im Spiel. Und die Dreierkette war so überfordert mit der falschen 9, die Servette gespielt hat. Da hast du einfach immer wieder gemerkt, die haben gar nicht genau gewusst. Wer war denn? Ja, weil Serrano ist ja nie im Strafraum, er hat sich immer so weit hinten platziert. Da ist so weit gefragt, ja, muss Pubi sie nehmen oder muss Caldwell oder Stierli eine raus oder wie machen sie das? Oder? Und dann hast du gemerkt, die Abstimmung ist recht schwierig gefallen innen. Und eben dann die Breite, die Zürich nicht hinbekommen hat, irgendwie die ganze Zeit nicht. Mit Wasch und mit Megro irgendwie haben die nicht können die Flügel bedienen, so wie es wollen. Und es ist immer schwieriger geworden. Und Zürich hat auch schnell mal die Mitte zukitten, finde ich, was sie nicht gemacht haben, wenn ich mich richtig entsinne. Wir müssen jetzt da schnell schauen, wenn das dann die Wechsel gewesen sind. Gut, aber du hast das Gefühl, gell, dass Servette in der zweiten Halbzeit jetzt nicht mehr voll war. Nein, Servette nach der zweiten Halbzeit, und das ist etwas, was ich Servette ein bisschen vorwerfen würde, dass sie das immer wieder machen. Wenn sie mal zufrieden sind, Ich finde das jetzt nicht, also immer gerne... Es ist eine gute Energie- und Spielverwaltung, aber in einer Liga, wo du 20, 22 Matches hast. Wow. Ja, aber die Abklärtheit, das können so sauber abspielen, du spielst es zu null, eigentlich mehr oder weniger ungefährdet, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, was die Chancen von FCZ angeht. Also du spielst es ungefährdet zu null ab. Souverän. Genau. Für mich ist eben der Wechsel von der Vanessa Bernauer kommt in der 80. Minute. Und ich habe das Gefühl, wir hätten sie kleiner müssen bringen. Einfach auch nur, um eine Frau mehr im Mittelfeld haben, um dort mehr Dynamik können entwickeln und ich finde Vanessa Bernauer wäre vielleicht auch eine für den Match. Wenn man auch bedenkt, zum Beispiel Servette oder hätte ja eigentlich ein Vierer-Mittelfeld am Schluss, weil Serrano ja falsche 9 gesehen ist. Und dann nachher, wo Serrano ausgewechselt wird für Tyfo, ist ja ein effektives Vierer-Mittelfeld gesehen, weil dann ist Ortiz als falsche 9 kam mehr oder weniger. Ja, es ist halt auch wieder mal Servette, der zeigt, wenn wir auftreten, sind wir das bessere Team. Ja. Und halt auch im Moment klar das bessere Team als Zürich. Ich bin sehr gespannt. Und ich denke, der Fakt, sorry, schnell noch zum Abrunden, der Fakt, dass Zürich in der 80. und in der 90 plus 3 dritten Minute wechselt, die einzigen zwei Wechsel,
gezeigt hat, dass man vielleicht aus der Bank nicht viel erwartet auf Seite von Zürich. Weißt du, was ich meine? Vielleicht der Kaderzusammenstellung vielleicht einfach nicht stimmt, oder? Ja. Ich bin gespannt, wie sie es wieder kehren wollen, weil es ist jetzt doch eine rechte Abwärtsspirale, die sie reingekommen sind, und es ist gefährlich für so ein Top-Team. Die sind sich das, wie ich letztes Jahr, nicht gewöhnt, so ja, teilweise klar zu verlieren. Also weißt du, fühlst dich ja auch unterlegen im Spiel wie gegen bei dem 7-0 gegen, oder 0-7 gegen Ajax oder das 0-3 gegen Servette. 0-7 insgesamt, eigentlich gut. Beide Match 0-7. Ja. Letzter Grund 0-5. Genau, auch schon? Ja, nicht, dass das Zuschauer den nicht vorwerfen, sorry. Wir würden. Mein Fehler. Alles aber gut. Das 0-3, das 0-3 gegen Servette, du fühlst dich unterlegen, du spürst ja, wir mögen nicht an, wir mögen nicht nach. Das haben wir letztes Jahr im Cup-Halbfinale ja gut gesehen, dass sie völlig nicht recht und sind. Und das ist natürlich für so eine Mannschaft, für solche Spielerinnen, die sich ja, gerade ein paar Monate vorher im Meisterschaftsfinale noch so locker oder so souverän präsentiert haben, die merken auch, dass die Wechsel, die jetzt passiert sind, vielleicht nicht ideal sind, und ich finde die Situation in Zürich finde ich gefährlich. Ich glaube, es war ein bisschen Hybris bei der Kader oder der Planung, dass man ja, ist egal, was wir machen, wir sind jetzt ein besseres Team. Und vielleicht auch ein bisschen wieder die deutsche Brille. Ja, die jungen Mädels aus Deutschland sind schon besser als die jungen Schweizer. Und Zürich jetzt versäumt, in der Liga einzukaufen, was ja Zürich sonst eigentlich immer macht. Ich weiss, sie haben es wieder probiert, sie haben probiert, gewisse Spielerinnen zu locken. Sinaka Welti steht schon lange auf der Einkaufsliste und so weiter, aber sie haben es nicht geschafft, weil die Leute auch nicht unbedingt zu Zürich wollen. Aber Zürich hat noch ein anderes grosses Problem, und zwar, dass Fabienne Humm eher aufhören will. Und wenn sie dann geht... Dann kommt keine Welti. Ja, nein, aber wenn sie geht, in einer Saison, wo man vielleicht noch dritt wird, dann wird es extrem schwierig aufzubauen für die nächste Saison. Du, ja, also eben, gell, also Fabienne Humm trifft jetzt das Jahr auch nicht so viel wie auch schon. Ja, aber hat sie das gemacht. Hat aber natürlich auch zusammen mit dem Umfeld und so weiter. Man muss auch sagen, gerade zwei Unterschiedsspieler, eben Nadine Riesen ist weg, wo eine Unterschiedsspielerin war. Noch mit Migros hat eine riesen Vorrunde gespielt gehabt, letzte Saison. Ist jetzt nicht auf dem Level die Lila Egli, die letzte Saison riesig war, ist ein halbes Jahr lang und dann verschwunden. Recht runter mit der Leistung, ist jetzt halt immer noch auf dem Stand von letztem Sommer und nicht auf dem Stand von letztem Winter. Sidney Schertenleib hat jetzt ironischerweise in dem Team mehr Platz gehabt, als dort, wo sie eben gegangen ist, wo sie gemeint hat, sie hätte dort keinen Platz, obwohl ich weiß nicht, ob die Trainerin den auf sie gesetzt hat, aber das kommt alles darum, Baranjak scheint ja jetzt verletzt zu sein. Chiara Bücher hat persönliche Gründe gehabt, um nicht zu spielen. Der Vater ist verstorben, da mein herzlichstes Beileid. Ja, und ja, dann wird es halt einfach ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, Schuster heisst sie. Amelie hat sich, glaube ich, auch verletzt gehabt, die am Anfang immer gespielt hat. Also ist auch noch ein bisschen Pech dabei, aber es ist einfach so. Es ist ein dünnes Kader, man hat sich nicht verstärkt intern genug, weil die werden ja nicht eingesetzt, die internen Jungen, außer in ganz seltenen Fällen. Und man hat nicht in der Liga geshoppt, was man hat so, weil muss, gerade aus Zürich muss immer in der Liga die Besten eigentlich holen, weil das ist ja die Idee. Und ja, jetzt sind sie am Wendepunkt. Servette hat zwar ein limitiertes Kader, aber ein Kader, das funktioniert. Es reicht gerade, und wenn man Zürich so abfertigt, dann kannst du halt auch eine zweite Halbzeit machen, die du nicht viel machst. Nee, darum sage ich, ich finde die Abklärtheit bei Servette finde ich gar nicht so schlecht. Wird vor allem für größere Spiele, die dann halt ein bisschen enger sind, vielleicht wichtig, wenn man das kann. Einfach man muss auch sagen, sauber heben. Und es ist ja super, es ist ja wirklich souverän gewesen, ganz zweite Halbzeit. Man weiß nicht, was das für ein Match gegeben hat. Wenn das 1-0 haben sie ihnen ja geschenkt. Also ich meine, es ist ja ein grober Fehlpass von der Olivia Wosch, und Paula macht dann einen Bogen. Du sagst, Noemi Benz steht falsch. Ist auch vielleicht ein bisschen zu weit vorne, oder reagiert vielleicht zu spät, ja. Genau, und dementsprechend hast du dann hast dann plötzlich das erste Goal drin, und dann kommt gerade das zweite und dann das dritte, und ja.
Das war es. Zürich spielt ja jetzt gegen Aarau, hat die Chance jetzt auf den Start von der Rückrunde. Gerade auf den Drittplatz. Das ist eben noch schmerzhaft. Ein bisschen, weißt, nicht, ja. Nicht nur sind wir noch erst, wir sind jetzt sogar gerade dritt. Zürich spielt jetzt gegen Aarau, hat die Chance, sich im Brückli-Feld, im Heimstadion von der Fabian Hum, sich dort jetzt zu beweisen, was sie wahrscheinlich werden machen. Ich hätte jetzt trotz dem Aufwärtstrend von Aarau und dem Abwärtstrend von Zürich, hätte ich mein Geld eher auf Zürich gesetzt. Schwierig, aber ich glaube ja, schon. Also, es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn Aarau punktet. Genau. Ich sage jetzt nicht, Aarau gewinnt 2-0 oder so, das ist mir klar. Aber wenn es punktet, würde es dich nicht überraschen. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn jetzt Aarau dort einen Punkt holt. Es würde auch nicht überraschen, wenn 4 noch verlieren. Das kann natürlich auch passieren. Also, ja, oder eben, das ich glaube, irgendwann, also ich, eben, gell, aber das ist vielleicht auch das Problem bei Zürich. Ich glaube, irgendwann kommt der Turnaround und irgendwann hast der Ding wieder, dass halt wieder in den Flow reinkommst, in den Positiv. Und ja, vielleicht ist das gegen Aarau gerade der Fall, wo du vielleicht Aarau sogar 6-0 schlägst und dann wieder voll in den Flow reinkommst. Ja, so Who voll knows? Im Flow kannst du nicht kommen, weil dann ist gerade Nazi-Pause und da gibt es nur noch ein Match. Aber ja. Vielleicht kommst du in den Flow. Für Servet heisst es jetzt morgen schon, also am Freitag, gegen... Ah ja, wir sind ja live heute. Kann ich sagen, morgen schon gegen Luzern in der Hubelmatt, leider nicht in der Swissport Arena. Bin ich gespannt. Luzern hat damals einen Punkt geholt in Genf. Mal schauen, ob sie dass wir das auch schaffen. Denke eher weniger, weil ich das Gefühl, Luzern ist auch so. Aber wir werden es sehen. Ja, über die reden, Luzern gegen IB. Ach, auch schon bessere Match gesehen in meinem Leben. Ja, das war sehr schlimm für dich, gell? Hat dir wehtun? Für mich ist es schlimm, weil es sind zwei Teams, wo ich immer gefunden habe, sie spielen besser, als dass sie da stehen. Und das ist das erste Mal, wo ich finde, ja, die gehören von dort unten, also die gehören auf den 7. und 6. Platz. Du bist dort gewesen? Nein, aber ich wollte gehen, aber... Weißt du, wie der Platz zweig war, vom Schiff her? Nicht so super, aber das ist für mich kein grosser Ausrede. Yeah. Weil du hast einfach gesehen, es ist eine lethargische Sache gewesen. Und das ist halt auch für mich die Saison, ich weiss, ich bin hart, das tut mir leid. Aber für mich spielt IB kein inspirierter Fußball. IB hat keinen Pfupf, keine Kreativität. IB hat gewisse Spritzer, wenn Nomilu jemals einen Sprint macht. Wenn Courtney Strobe mal einen Ball kommt und kratzen und dann weitergeht. Oder wenn Stefanie Weber mal einen Freistoß schießt. Aber IB hat keine Energie. Es fehlt, als wäre eine Sicherung bei IB. Du hast kein Elan. Aber das ist ja schon länger so. IB hat auch kein Leadership. Das merkst du. Es gibt keine bei IB, wo das Team anstachelt und sagt: Jetzt gehen wir! Die haben ironischerweise einen Captain America und die werden dazu da, aber sie haben kein Captain America. Weil Courtney hat auch die Rolle nicht und IB braucht jemanden, der sie immer wieder zum Kampf ermutigt und bestärkt. Darf ich das sagen? IB braucht das Mami. Das ist ein Stück weit... Aber Herzmami. Ja, ja, aber es ist ein Stück weit... Stefanie Deire hast das Stück weit gesehen in dieser Saison, wo IB so gut ist. Weil sie halt mit 28, doch 10 Jahre, 8 Jahre älter war als alle um sie herum. Und eine treibende Kraft und aber auch spielerisch treibende Spielerin war. Und aber auch mit dem Charles hast du einen sehr, sehr aktiven Fluss in diesem Team gehabt. Aber auch eben, du hast Nadine Riesen gehabt, Eva Bachmann, das macht schon einen Unterschied. Eben die Courtney dort und eben Stefanie Deire. Es war so wie eine Mami, die alle auch noch angetrieben hat und so. Und ich sage, IB braucht das auch, muss eine Lösung finden für das. Ja, ich habe dir am Wochenende geschrieben, ich hoffe einfach nicht, dass du irgendwann recht hast und ich muss meine Meinung zu IB revidieren. Es ist teilweise, hat man bei so einem Spiel halt wie gegen Luzern, wo der 0-0 endet, hast du das Gefühl, sie sind viel zu fest abhängig, jetzt schon, von der Strode. Ja, dass sie das heißt, wenn sich irgendwie dreht und Zauber, das Goal schießt. Genau, wenn Stroh nicht den Zaubermoment hat und, dort, das Goal, und das Goal macht, dass dann der Knoten wie sich nicht öffnet und dann, genau. Dann passiert nichts. Und
das ist echt gefährlich. Und das wäre echt gefährlich, wenn es so ist. Und ich hoffe es nicht und ich glaube es auch nicht, aber ich glaube, vielleicht wird ich es auch nicht hoffen. Ja, Also und ich wenn ich es habe auch die nicht grösste glaube. Angst, dass sie nicht noch die 3 Goal schießt, die sie muss schießen. Mol, ich mache das schon Nein, natürlich. noch. Aber Der weißt du, was ich letzte meine? Nacht, das war schon fix. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Oder? Das ist, für mich muss ich mehr Dynamik haben. Es muss mehr. Vor allem sind ja laufstarke Spielerinnen. Die Fitness ist schon mal eine Chance, aber irgendwie geht es nicht. Weißt du, Liana Zaug und Julia Schlupp sind echt gut mit dem Fuß. Sie können das Spiel auslösen. Und gleich hast du keine dynamische Spielauslösung bei IB. Ja. Und ich weiß nicht warum. Remi kommt zurück und holt Bell, aber bei allem Respekt, das reicht nicht. IB hat unbedingt müssen eine gute Sechser oder Spielmacherin holen. Ja, für Und mich das ist haben sie nicht gemacht und das regt mich auf, dass sie das nicht machen, weil IB investiert mittlerweile ein bisschen Geld in Frauenfußball, also richtig. Und kann den Sankinis zu 15% darstellen. ja. Also weißt du, da müsste es doch auch so eine Spielerin finden und haben es nicht. Und das ist dann auch schon schade. Ich würde aber gerne sehen, wie jemand holt. Oder eben, Vanessa Wenauer wäre vielleicht wirklich eine Lösung, wo ja bei Zürich so wenig spielt im Moment. Und sie könnte ihm, weil sie mit ihr geshootet hat, wäre das vielleicht jemand, der kommen kann, wenn sie dann bereit ist zu rennen und Spiel aufzubauen und so. Oder hätte man jemanden können holen? Ich meine, man hat noch mit Potier an Dings verloren, an GZ. Man hätte sie nicht können verpflichten. Das wäre vielleicht jemand gewesen, der noch ein bisschen mehr Elan in das Team gebracht hat. Krafcik und Weber sind Arbeitstiere, wie auch Remy. Aber wenn Krafcik nicht gerade einen super Tag hat, ist sie gerade genug, um den Ball zu treiben. Aber es braucht einen Kreativköpfchen, es braucht eine Leadership-Person, jemanden, der einen Konsensus machen kann in dem Team. Ja, ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß nicht, wo sie die Person werden finden, wie sie finden, aber sie müssen sie finden. Ja, für mich war das erste Spiel, wo ich verstehen konnte, was du meinst, einmal, wenn du sagst, dass jemand fehlt, dort, wo ein bisschen den Unterschied macht im Mittelfeld. Weil halt wirklich, es ist wie nichts gekommen. Und das ist gefährlich ist ja dann, wenn halt wirklich du merkst, es passiert nichts und es kommt nichts. Und auch nach 60 Minuten es kommt nichts und nach 80 Minuten es kommt nichts. Ich glaube, das ist ein bisschen Gefahr. Und das ist das erste Mal, wo ich das gesehen habe, wo ich mir sagen musste, okay, scheiße, jetzt hat der andere am Schluss noch recht. Ja, das Das geht vielen Leuten so ist im der erste Frauenfußball. Gedanke. Nein, ja, ich hoffe einfach, vielleicht im Winter, dass sie jemanden holen könnt, Genau, ich wo. hoffe, dass man dort einen Transfer kann tätigen kann. Genau. Zum Wenn es Beispiel jetzt eine ein Bernauer Alena ist, wo halt Wienz. wirklich zu wenig spielt, oder Eine Alena da Wienz wäre aus jetzt der Deutschland Fabio, holt, genau. wo Weil jetzt bei Köln ja Regionalliga Regionalliga muss spielt. spielen. Wenn man Alena Bienz holen und sie dort vielleicht integrieren, das wäre ein Da Thema. wäre ein Oder Hammer-Transfer. ja, Also einfach so vom Namen her. vor allem die Imke hat ja auch Kontakt mit Köln. Ich glaube, die hat ja dort zwar nicht den ersten FC Köln, aber irgendwie Fortuna Köln oder so hat sie mal Victoria, ne? trainiert, Viktoria Köln. Vielleicht kann sie sie auslehnen oder so. Das wäre ein Thema. Oder dass man eine Elena Müllermann holt aus Nürnberg, wo vielleicht sagt, ja, das ist auch nicht so Misspflaster im Moment. Ich werde jetzt auf Bienz kommen. Für mich Ein wäre. Isabel Meyer, wo bei Pölten ja angeschlagen, aber auch nicht mehr wirklich eine Rolle spielt. Die wird sicher bis im Winter, also bis jetzt im Dezember bei Pölten bleiben, um noch ein Champions League Match spielen, aber dann muss sie auch sich damit abfinden, dass mit 36 irgendein ist. Ja, aber kommst du noch zu IB mit 6? Also, Ja, du müsstest warum jetzt nicht? für IB müsstest du jetzt jemanden holen, der vielleicht das auch längerfristig machen könnte. Du musst Ja, jetzt eine Übergangslösung, ich ich bin weiß voll nicht, ob eine nicht Übergangslösung sicher. die beste Idee ist, Ich wenn du bin jetzt voll nicht holst du sicher. Ich bin nicht 36, sicher. 37-Jährige und die muss jetzt in einem Wenn halben Jahr das wieder reissen. sie es schafft, anderthalb Saisons zu spielen und einfach genug Leadership und genug kann weitergeben, damit Steffi nochmal ein Stück besser wird, damit Krafcik nochmal ein Stück besser wird, damit Odri nochmal ein Stück besser wird. Weißt, was IB braucht, ist Vorbildfunktionen. Ja, dann holst du lieber einen Müllermann als einen IB braucht Bienz. jemanden. Ja, aber das sind ja auch keine Vorbildfunktionen, das sind ja auch alle so jung. Nein, aber dann holst du Ein lieber dann Meier, holst, du hast einen Müllermann Meier, gesagt. sorry, dann holst du lieber Nein, Meier aber statt. hol beide. Hol alle. Also ich glaube, sind beide Idealfall. jetzt nicht das Ende der Welt finanztechnisch. Schau, hol beide, hol alle.
Du musst einfach irgendwo eine Lösung finden, irgendjemanden finden, wo du kannst als treibende Kraft in das Team hinein tun, wo laut ist, wo das Team dirigiert, ein Trainer im Feld, weißt du, was ich meine? Ja. Und so verlängerter jemand, Arm, so quasi. Ja. Gang auf Braga, hol irgendeinen Portugiesen, der das gut kann. Da fehlt. Würden die Portugiesen da noch kommen? Ja. Also Portugiesinnen, sorry. Ich habe mal einem Verein Telma, die junge Superscorerin von Madeira, also von Maritimo, schmackhaft machen, aber die haben gelacht, wenn sie es gesagt haben. Ist halt nicht bekannt, gell, die Liga. Ja, es wird zu wenig angeschaut. Ja, aber es ist so dämlich, wenn man mit mir zusammenarbeiten würde. Nein, ganz ehrlich, wer ist besser als ich, um das jetzt zu machen? Ganz ehrlich. Also in Portugal? Ja. Ja. Könntest du doch als Verein mir anrufen, sagen, wir brauchen das und das, und dann sagt er, nein, ihr braucht eigentlich das und das, weil ich kann ja es wissen. Und dann gibst du mir ein bisschen Erlaubnis, um auf Portugal gehen, zwei, drei Spielerinnen zu holen für dich. Die würden alle kommen, du in der Schweiz verdienst nicht weniger als in Portugal. Ist es zahlt in Portugal? Ja, es ist zahlt, nicht bei jedem Verein, also ich glaube mittlerweile bei jedem, aber nicht gross zahlt. Es ist Pipifax, oder? Mhm. Gewisse von ihnen sind Profis, aber andere haben irgendwie 150 Euro im Monat. Nix. Und viele wären aber schon gut genug, um in die Schweiz zu spielen. Und ich würde gerne in der Schweiz irgendwo für eine tausende Note Fußball spielen. Okay. Mit Kosten und Logis. Ja. Weißt du, was ich meine? Für sie wäre das ein interessantes Unterfangen. Und ja. Auch wenn man müsste mitzahlen, ich denke, Portugal wäre ein interessanter Markt, gerade zum quasi Spielerin, also zum Spielerin holen, die eben ergänzen, die wirklich mehr Qualität bringen. Hast du jetzt einen Sechser für Ibe aus Portugal? Jetzt gerade nicht, heute, aber es gäbe sicher einen. Ja, also ich finde, das Mädchen da, das von Zürich aus Portugal ist, wo jetzt bei Braga spielt, die Vanessa Duarte, oder heisst sie, glaubst du? Ich glaube, die ist ein Sechser. Sie spielt bei Braga. Ich müsste mal genauer anschauen. Eben logisch, du müsstest, aber wenn du natürlich den Markt noch hättest, und das wäre natürlich genial. Das ist wie auch, in Spanien gibt es auch viele Frauen, die zweite in der Sonderdivision spielen, wo Jade Hammer. Boho, Zayo Boho, Boho Zao. Ah, Boho, ja. Also, ja Jade, also, Kade. Die ist ja auch echt gut gewesen, was ich genau. Komme. Genau, du hast auch in dieser Liga und in der Sonderdivision wird's ja praktisch nicht gezahlt. Ja. Und für die ist natürlich finanziell auch eine Frage, wenn sie können sagen, hey, look, ich verdiene 1'000 oder keine Ahnung, 500 oder 800 Stutz in der Schweiz und kann in der Schweiz leben. Viele Spanier kommen gerne in die Schweiz. Bin ich da schon näher an Deutschland und England und alles, oder? Also es wäre schon eine Möglichkeit, es gäbe Möglichkeiten, ja. Man müsste sie einfach wollen suchen und ausprobieren, oder? Jetzt sind die Vereine manchmal einfach noch ein bisschen zu wenig offen. Engstirnig, ja. Ja. Ich wollte nicht engstirnig sagen, aber ich fand das ist ein bisschen fies. Aber gut, hast du es gesagt. Nein, aber das ist IB und Luzern genau das Gleiche, mehr oder weniger. Luzern braucht auch mehr Pfupf, mehr Bewegung. Luzern braucht, dass Jenny Weiss wieder kann spielen kann. Ich weiß nicht, ob sie noch verletzt ist, ob der David einfach so Mühe und Angst hat zu wechseln, der Edmondson. Und die Dynamik in diesem Team fehlt völlig. Und ja, es ist aber mega schade. Aber Luzern kann eigentlich zufrieden sein mit der Vorrunde, wenn sie jetzt dann fertig ist? Sie ist fertig, die Vorrunde. Wie sie jetzt fertig ist? Ja, weil sie haben eine okay Positionierung. Man muss aber einfach sagen, Luzern müsste meiner Meinung nach mindestens 12 bis 14 Punkte avisieren. Weil du müsstest ja gegen die unteren drei 9 Punkte haben. Und dann musst du davon ausgehen, dass du irgendwo gegen IB, gegen GC und gegen St. Gallen sicher auch noch irgendwie könntest punkten. Und dann hast du ja noch die Wildcard, dass du gegen Serve gepunktet hast. Also ich habe das Gefühl, Luzern müsste eigentlich zum Ziel haben, dass sie jetzt bei 14 Punkten stehen oder bei 12. Und sie stehen bei 10. Und, oder 10, glaube ich. Und das ist es, was mich ein bisschen enttäuscht. Und mich enttäuscht auch, dass Luzern so eine unglaubliche Achse hat. Luzern ist bei 10 Punkten, ja. 7, gell? Ja. So eine gute Achse hat, wie eben. Du hast, also ja gut, die Innenverteidigerinnen kann man so
debattieren, ob sie wirklich so gut sind, aber du hast eigentlich einen guten Goalie, zwei gute Goalies eigentlich. Du hast eine Innenverteidigung, die nicht überragend ist, aber auch nicht schlecht. Und dann hast du mit der Lia Campbell, mit der Jenny Weiss, mit Elisa Zeller, mit der Jamie Lee Kennel sogar, hast eigentlich Spielerinnen mit Qualität. Und dann hast du natürlich mit der Sina Cavelti und der Barbara Reger auch zwei zentrale Offensivkräfte, die extrem etwas können. Ja. Luzern scheitert dann einfach, dass eben auch dort der Drive im Team fehlt, die richtige Führungsperson, ein richtiger Box-to-Box. Lia Camber macht das eben nicht mehr wirklich und Jamie Kennel macht das auch nicht mehr wirklich. Beide haben das eigentlich in den Juniorenjahren viel mehr gemacht, jetzt machen es beide nicht mehr wirklich. Und du hast einfach über die Flügel null Dynamik bei Luzern. Auf der einen Seite, weil immer dort, wo Bettina Brühlhardt spielt, ist sie die geopfert wird zum Verteidigen, weil sie halt muss zurückbleiben. Und halt auch Deborah Vogel war sehr talentiert, aber wenn es darum geht, zu entscheiden zu sein, aber dann den richtigen Zweikampf zu gewinnen, die richtige Flanke zu schlagen, auf den richtigen Abschluss zu machen, erreicht sie das Level nicht. Und Zina Cavelti muss dann so viel weg von ihrem Strafraum, dass sie dann gar nicht mehr im Strafraum sind, wenn man sie braucht, zum Goal schießen. Und auf dieser Seite die Jael Joost bis jetzt nicht eingeschlagen. Alles, was Serena Lipuma ist, einfach nicht fit. Schon die ganze Saison nicht. Schau, ich habe für mich, habe Luzern zweimal gesehen in der Vorbereitung. Und wenn du so den Kader anschaust, hast du das Gefühl, hey, Achtung, ja. Da kommt ein bisschen etwas, vor allem im Mittelfeld, tönt schon geil, eben so Weiss, Kammer und so weiter. Tönt schon richtig cool. Ich glaube, was das angeht, sind schon ein bisschen unter den Erwartungen vielleicht, von dem, was man könnte, oder sich erhofft, wenn man den Kader sieht, die Kaderzusammenstellung. Du bist weit ab vom Abstieg, mit dem hast du gar nichts zu tun, du bist safe in den Playoffs, du bist, glaube ich, was bist du, zwei Punkte hinter IB, drei? Drei hinter IB jetzt. Drei hinter IB, du bist in der Nähe von dem 5. 4. Platz. Oder 5. Platz sicher mal. Und du bist halt immer noch in der Findung vielleicht ein bisschen. Ja, aber also, ich sehe eben die Spiele dann nicht mehr so. Ich sehe das Spielwillen und was man will erreichen nicht mehr wirklich. Anfangssaison habe ich es noch gesehen gegen Servette, gegen Basel, all die Matches. Jetzt eben nicht mehr so. Und wegen dem blutet ja mein Herz auch. Bei IBE, weil fehlende Dynamik ist, bei Luzern auch, weil fehlende Idee um einen ist. Ich weiß, aber er hat eine Pro-Lizenz, er hat Erfolg gehabt, der Trainer. Ich will auch gar nicht ihm die Schuld geben, aber vielleicht muss er einen besseren Draht zum Team finden. Eben, vielleicht ist es auch dort noch in der Finishphase. Das ist am Schluss gerne ein neuer, der ist ja komplett. Das ist jetzt wieder so ein Externer, den ich gesagt habe von der Nazi, oder? Du holst jemanden, der komplett. Du kannst eh nicht die Nazi nehmen. Dann kannst du ihn mit, kannst ihn übernehmen. Doppelfunktion. Nein, das nicht. ich werde nie mehr in Doppelfunktion rund um die Nazi. Nein, wir haben so Ärger als letztes Mal. Wegen dem sage ich. Du nimmst einen komplett neuen Trainer, der muss sich halt auch zuerst den Weg finden. Hat er, glaube ich, auch bei dir im Interview gesagt, ja, dass sie sagen, dem Ding hin und sie in den nächsten paar Monaten und so. Gell? Und das ist noch nicht so weit weg. Also, die Interviews waren im August. Ist das möglich? Kann das sein? Ja, August. Oder dann hast du September, Oktober, November, das sind drei Monate, bis so ein ja, Ding. Ja, es fühlt sich ewig an, aber es ist erst klar gesehen. Eben, also es ist schon noch schwierig, so schnell etwas zu finden, aber ich sage, vom Kader her ist es auch gut möglich, dass auch Luzern gegen einen grossen Punkt in der Rückrunde. Was wichtig ist einfach, dass Serena Lipuma wieder fit wird oder wirklich fit wird. Ja, und Jenny Weiss will ein bisschen mehr spielen. Ja, fit wird und halt auch eingesetzt wird. Und dann halt auch irgendwann ist das Luzern auf ihre Torschützinnen. Ich meine, die Torschützenliste Top 8 von der U19 sind drei Luzernerinnen. Oder? Zala Schildknecht hat auch auf Goal geschossen. Und Sheila Herger 9, glaube ich. Und Talisa Keller 6. Also. Müssen wir auch da vielleicht auch auf die schauen, gell? Ja, die Frage ist, macht man das? Oder eben, ist er noch so beschäftigt damit? Sarah hat ja jetzt zwei Aufgebote gehabt. Also hat im Cup gespielt gegen Küsnacht. Und gegen Thun ist sie, gegen IB ist sie, glaube ich, auf der Bank gekocht. Ja, man weiß es nicht, das werden wir dann sehen. Ja, wäre schön, wenn du dort auch noch den Blick drauf hast und
und von dort unten holen kannst. Also wäre schön. Ambience holen, vielleicht das Thema. Ich weiss, sie sagen immer, sie haben kein Budget, aber... Und auch die Isabel Meyer, du weißt das wahrscheinlich nicht, aber die Isabel Meyer ist die Schwester vom General Manager vom FC Luzern, oder? Nein, das habe ich nicht gewusst. Remo Meyer, also für die Herren, für die AG. Das ist die Schwester von ihm, ja. Isabel Meyer. Also vielleicht kann man dort dann auch mit Geschwisterliebe, ein bisschen Vitamin ja, B, komm über. Väterli-Wirtschaft etwas regeln. Ja, aber jetzt, also Jens gesehen jetzt bei Luzern, weiss nicht, ob es im Mittelfeld wirklich noch Leute braucht. Nein, aber es ist, drum, es ist nicht schlecht. Ja. Ja, aber dann hast du Bienz, wo wenn sie kommt, dann wird sie spielen. Natürlich. Ich sage jetzt mal, weil wenn sie nicht spielen dann bleibt sie zu Köln. Ja, aber du kannst Bienz auf dem 10 haben und dann hast du Kambro auf dem 8 und Weiss auf dem 6, wie es sich gehört. Weil eigentlich wäre das die beste Aufstellung. Hat Edmundson einfach noch nicht gecheckt. Der Edmundson hat zwei grosse Fehler gemacht, finde ich, bis jetzt. Dass er nicht checkt, dass Jenny auf 6 gehört und nicht auf 8. Es geht auch. Aber zwischen der Jenny und der Jamie nimmst du lieber Jenny auf 6 und Jamie auf 8. Oder auch die Lia. Und dass die Lisa Zeller eigentlich in die Abwehr gehört, als Innenverteidigerin. Und wie es aussieht, hat er jetzt ein paar Mal gesehen, dass Alicia Heiniger als Innenverteidigerin würde besser funktionieren. Und eigentlich könnte man ein Revival haben, Heiniger Zeller, die haben schon bei IB zusammen gespielt in der Innenverteidigung. Eigentlich kannst du auch die nebeneinander stellen und mal das ausprobieren. Eben ja, vielleicht einfach wirklich vielleicht noch, wieder, noch eine Findungsphase. Aber Kontext und Historie, wo mir eben so fehlt, dass die Leute einfach immer zu wenig nach hinten schauen, was ist mal gesehen. Oder? Ja. Zum überlegen, was könnte noch sein oder werden. Aber ja, auch Luzern muss sich dort einfach besser zeigen, mehr machen. Es kann ja noch mehr. Ja, wir werden es sehen. Jetzt geht es gegen Servette am Freitag. Das kommt wahrscheinlich Servette entgegen mit ihren Vollprofis, aber... Ja. Die müssen dafür irgendwie... Wieso ist das auf der Freitag angesetzt, weißt du? Weil am Samstag ist Herrenmatch. Mhm. In der Swissport Arena. Und da haben sie am Sonntag wollen spielen, aber da hat der Verband gejammert und Servette, weil sie ja Nationalspielerinnen haben. Und Servette hat zu Recht gejammert, weil sie ja ausländische Nationalspielerinnen haben. Also irgendwie 4, 5. Und die wollen ja, ihre Verbände wollen sie ja am Montag schon haben. Und hat Luzern halt auf den Freitag geschoben. Ja, schauen wir mal. Ist aber geil. Ich finde, ein Freitagsmatch sollte es ihm hingehen. Ist für die Auswärtsmannschaft immer mühsam. Scheiß auf die Nein, nein, schau, ganz, nein, Andi. Der ist aber schnell bereut, der Satz. Nein, scheiß auf die Auswärtsmannschaft. Ich bereue den Satz nicht. Scheiß auf die Auswärtsmannschaft. Scheiß auf die Auswärtsmannschaft. Los! Wenn wir nicht Profiliga spielen, das ja, logisch, du musst ja, du musst den Gegner schwächen quasi. Nein, aber das ist das Ding. Wir wollen Profi sein. Aber auf dem Weg von zu der Profiliga wenn wir nichts opfern. Ja, weißt du, das ist wie in mir 20.000 Sachen brennen, wenn ich höre, auf Stufe U19, dass wir am Mittag spielen, damit 18-jährige Mädchen genug Regeneration haben an einem fucking Samstag. Hart, Nazi. Danke. Nein, nicht nur Nazi, auch in der U19-Liga höre ich das immer wieder. Wir können den U19-Match nicht auf die 6 legen, weil dann kommen unsere Mädchen, je nachdem, erst gegen 11, 12 ins Bett. Und ich so, ja und? Sie sind 18, die sollten dann mal am Samstag eh nicht vor der 2 am Morgen ins Bett kommen. Und was haben die schon am Sonntag zu tun? Und sie gehen in die Schule und sind in der Stifte. Ich weiss, wir sind eine Gesellschaft, die immer wieder gerne sagt, dass die Schule die wichtigste Zeit und ja, die Lehre ganz, ganz wichtig und so. Aber sagen wir ganz ehrlich, wenn ihr nicht gerade dran seid, völlig rauszufliegen, aber wirklich, dann verstehe ich euch. Aber wenn ihr nicht wirklich überall nur Zweier schießt, wenn ihr nicht aus der Lehre fliegt in den nächsten paar Wochen, weil ihr so hinten drin seid, so schlecht in eurer Arbeit, dann ist es voll nicht schlimm, wenn ihr am Montag ein bisschen müde in die Bude kommt. Aber das würden sie ja gar nicht. Ja, look, ja,
Voll. Also ich bin nicht für die Mittagsmannschaft, das ist ganz klar. Und auch das mit dem Freitag verstehe ich voll. Du musst ja nicht auf die Auswärtsmannschaft schauen. Sehe ich. Aber wir werden ja ein bisschen Zuschauer haben und ich glaube, das ist am Freitag schwieriger als... Nein, das ist eben nicht wahr. Wir haben immer gesehen, wenn es ein Freitagsmatch gegeben hat, das ist jetzt anekdotisch, aber ich werde auch nicht ständig am Freitag gespielt. Vor der Playoff-Saison. Ja. Und auch wieder. Wir hatten immer volles Haus gehabt. Viel mehr am Freitag als am Samstag. Die paar Mal, wo andere Teams am Freitag gespielt haben, wie Luzern hat schon mal am Freitag gespielt, ein paar Mal sogar, IBM hat mal am Freitag gespielt. Du hast immer am Freitag mehr Leute. Ja, bin ich gespannt auf mal. Ja, morgen kann man vorstellen, dass mit dem Wetter und dort, das Servette ist und Luzern einfach nicht mehr so viel Werbung macht, dass morgen nicht riesig viel um sie werden, aber es werden gleich viel um sie wie am Samstag. Ja, aber weil Servet, das ist ja Servet. Also musst du ja Servet, also Servet, was willst du mehr als Servet als Gast? Für Innerschweizer sagt das viel weniger etwas. Also wenn Zürich kommt? Ja, weil du kannst die dort kennen, es ist ja... Und du weißt ja, es ist ja eh schon der Meister, es ist ja, der wird jetzt wahrscheinlich auch nicht gut spielen. Also du hast mitten in einem Match gegen Zürich oder gegen Aarau oder so, hast du viel mehr Leute. Okay. Weil es kann ja auch mal in Zürich nach Luzern, es kommen dann auch nach Zürich nach Luzern. Servet wird wenig Zuschauer. Ja, das eben, praktisch nichts. Und wegen dem sage ich, es lohnt sich, es wird sich lohnen. Auch Aarau hat mal ein Freitagsmatch gehabt. Also Freitag ist nicht so schlecht. Ich bin davon ausgegangen, dass du einfach viel weniger Zuschauer hast. Nein. Aber wenn das nicht so ist, lade ich mich gerne belehren. Vor allem der Freitag ist also perfekt für einen Fußballtag. So, ja, was hast du schon zu tun am Freitag oben am 7. oder am 8. Vorglühen. Das ist perfekt. Ja, aber es ist ja perfekt zum Vorglühen. Es ist ja perfekt zum vor dem Match, nach dem Match noch etwas zu machen. Also ja. ich finde, dass der Freitag ist sehr gut. Und was du am Freitag auch immer hast, sind all die Leute, die noch Training hatten, dort rundherum, die da auch noch kommen. Also in Iverdon haben sie jeweils freitags mehr Zuschauer gehabt als am Samstag. Bin gespannt. Aber ja, das ist anekdotisch. Auf jeden Fall, jetzt ist endlich mal wieder ein Freitagsmatch, freue ich mich. Cooles Beizli, cooles Stadion, cooler Gegner. Ja. Luzern gegen Servet, bin gespannt. Und IB tritt halt im Wankdorf gegen St. Gallen an. Hat dann, wenn die meisten Leute in der Stockholm Arena sind. Weiß nicht, ob die meisten, aber die werden schon ein paar Leute. Schon also lustig, da an dem Spieltag gibt es 1, 2, 3, mindestens 3 Stadionspiele. Und Hubelmatt ist eigentlich auch das Stadion, also 4 Stadionspiele. Ja. 4 von 5. Ist noch schön. Mhm. Schön zu sehen, dass etwas passiert. Ja, ja. Also echt 5 von 5, gut. Nein, warte. 5 von 5, Basel spielt ja auch im Leichtathletikstadion. Cool, das wird der beste Spieltag in der Geschichte von der Women's Super League. Ich bin gespannt, wegen der Zuschauer, ehrlich gesagt. Ja, auch Brücklifeld nach Aarau-Sion. Ja, dort machen wir einfach ein bisschen Sorgen, weil die Männer von Aarau so einen Nullbezug haben zu der Frau von Aarau. Das ist ja nicht mal der gleiche Verein. Ja. Du hast ein bisschen Werbung gemacht, glaube ich, und ist, mal schauen. Wäre schön, der wenn viel... hat der Willi Wenger gesagt, wenn Aarau eben eine Million gibt, dann gehen sie zu ihnen. Was? Schauen, oder was? Nein, der ganze, da würde sie dann Fusion wieder anstreben. Klare Summe. Ja. Das Problem ist, nur eine Million lang nicht, musst auch jede Saison praktisch eine Million investieren. Nein, musst nicht, Luzern hat ja gezeigt, dass du mit 300, 400.000 Franken schon etwas kannst erreichen. Das ist wenig, es ist am unteren Ende, aber es geht. Ja, funktioniert ja. Also hast du gute Spieler geholt und bist vom Kader her sehr stark. Genau. Samstag hat es nochmal ein Match gegeben. Und zwar GC gegen Thun. Keine grosse Geschichte. GC 3 Goals in der ersten Halbzeit und dann Thun 4-mal wechselt in der Pause. Aber auch besser wird. Und die zweite Halbzeit haben sie ja gewonnen nach Eishockey-Standards. Sie haben das Goal geschossen, GC hat keins mehr geschossen. Für GC war für mich spannend, dass der Walti das macht, was Daniel Pochert vielleicht versäumt hat. Und zwar, er hat nachher eine neue Formation gesucht und hat sie scheinbar gefunden in dem... Meinst du, es verhebt? Gegen kleine und mittlere Gegner schon. Gegen grosse Gegner müsste man schauen. Aber im Fall vielleicht sogar auch dort. Wenn es sich einspricht, also... tricky. Es ist die einfachste Art, einfach so die Spielerinnen so ein bisschen zu sortieren, wie er sie will.
Ich verstehe einfach nicht, vielleicht kann man das aber erklären von den Zuschauern, warum Lilian Schertenleib keinen Platz hat in diesem Team. Ja, sie spielt wirklich mega wenig. Das ist interessant. Von ihrem physischen Attribut, von ihrer Art als Spielerin, aber auch als Mensch, macht es für mich keinen Sinn, dass sie nie spielt. Und dass sogar ihre Schwester Mittelstürmerin spielt. Und sie hat in der Vorbereitung gespielt und dürft. Ja, genau. Und das verstehe ich aber nicht so ganz. Warum das Lilian nicht spielt und keinen Platz hat. Ich hätte sie jetzt zum Beispiel eher sie als Papa dort in Mittelsturm getan. Oder die Lustina. Das wäre ein echter Neuner. Ja, genau. Lilian ist ja ein Neuner. Also sie hat den Körper dafür, sie hat den Instinkt dafür. Genau. Ich finde Lilian ein super Neuner. Genau. Schade, dass sie nicht mehr spielt. Das Spiel an sich hat, wie gesagt, wenig Geschichte. Es ist relativ schnell durch mit den 3 Goal von GC. Genau. Und ich wünsche dir 2. Halbzeit zu tun. Vielleicht kannst du auf dem aufbauen. Ja. Und ich glaube, klar, sowohl für Rappi wie auch für Thun, das Spiel, das wichtig ist, kommt jetzt. Das ist jetzt und das wird sehr interessant. Rappi hat extrem viele Verletzte. Thun wachst oft in der Stockholm Arena über sich aus, normalerweise live auf Upsides, jetzt ausnahmsweise live auf irgendeinem anderen Streaming, aber ich habe noch erst mal von denen gehört. Surf oder so, ja. Ja, die machen das ohne Kommentar, ohne. Schade. Ohne Wiederholungen. Ja, das ist auch schade. Ja. Ja, für die eben und für weißt du, was auch schade ist? Dass das Kennen von diesen Stadienspielen bis jetzt zur Winterpause als Fernsehspiel rausgekommen ist. Das ist auch schade, obwohl es eigentlich gut könnte produzieren dort, oder? Ja. Nein, ich sage einfach, es ist für beide, also ich glaube auch für Rappi, wir können ja wahrscheinlich nachher noch auf das Spiel, wie auch für Thun ist nach dem 3-0, okay, hey, abhaken, nächste Woche geht es gegen den direkten Konkurrent. Ich glaube auch mehr, dass wir wechseln, nicht straf. Du ja, am Schluss haben sich die vier natürlich aufdrängt, quasi, indem dass sie nachher die zweite Halbzeit gewinnen. Blöd gesagt. Ja, weißt, also aber nein, ich sage, er nimmt ja die vier geschickt raus, weil er weiss, ich werde die schonen für Rappi. Genau, nächste Woche, ja. Das ist wichtig und ich sage, gegen Rappi muss Thun gewinnen, weil Thun hat ja jetzt schon durch Basel geschenkt, den Abstiegsplatz verloren. Und für sie klingt das jetzt natürlich super geil. Und wenn sie jetzt gegen Rappi gewinnen, wären es 3 Punkte, wo Rappi sehr Mühe hat, um wieder aufzuholen. Ja. Und es sind dann 5 Punkte auf Aarau, wo Aarau extrem Mühe wird aufzuholen. Also ein Sieger, das Schlimmste, was beiden Teams passieren kann, ist kein Sieger. Unschieden wäre blöd. Ja, ja. Für beide eigentlich. Ja, oder eben gerne am Schluss sind das solche Spiele, wo dann halt dann aufs Unschieden sagst, komm, ja, lieber. Wir sind beide drin. Ja. Wir überleben beide, wir sind alle ready. Afrikanisches Umeinanderpassen. Ja, 0-0. ich bin mega gespannt, ich freue mich aufs Spiel. Ich gehe definitiv schauen. Nimmst du mich mit? Kannst du mitkommen? Kannst du überall mitkommen? Nein, du hast deine ganze Familie mit. Aarau, Zürich auch, kannst auch kommen. Nimmst du die ganze Familie mit, nehme ich an? Nein, Aline. Okay. Sie kommt sicher mit. Ja. Ja, jedenfalls, auf das Spiel freue ich mich echt mega. Entweder wird es ein richtig geiles Spiel, wo beide vorne mit offenem Visier voll drauf gehen. Aber ich verstehe auch, wenn es nachher eben so halt. Ich muss schauen, wenn der Hugo schaut, glaubst du zu, wenn der Hugo dann um ist, bin ich sicher auch dabei, weil dann kann ich ein bisschen losen. Ja, also Hugo, kannst du mich auch. Wir können gerade Podcast noch mal 2 Tickets mit Aileen. Wir können auch gerne in die Loge. Hey, ich habe schon mal in der Stockholm Arena in der Loge einen Podcast gemacht. Nach einem Nazi-Match. Mit dem Hugo? Ja, dort, mit dem Hugo, mit dem Sammy und mit Alia. Dann soll der Hugo anständig tun und uns ein paar Tickets schicken. Nein, das sind ja geschlossene Logen. Ja, ist klar. Nein, der Hugo könnte mich dann dort hineinschleusen, aber mir ging es vor allem um eins. Ich werde einfach nicht steigen müssen laufen. Und Hugo hat den Schlüssel vom Lift. nein, das wird das Spiel, finde ich. Wer dort gewinnt hat, macht natürlich einen riesen Sprung. Auch wenn es Rappi ist, wenn Rappi gewinnt. Und es ist ein geiler Zeitpunkt zum Gewinnen. Weil dieser muss nachher dann mit dieser Differenz wahrscheinlich den ganzen Winter machen, bis er wieder da ist. Genau.
Also darum sage ich, das wird ein cooles Spiel, auf das freue ich mich sehr, das Wochenende. Stockholm Arena, Thun gegen Rappi, 17:30 Ja, glaub's. gemeint, ja. Es ist Ja. 17:00, 1, Ich glaube, 17:15 ist IB St. Einkaufszentrum Gallen in dem macht um Fall. 5 Uhr zu, also perfekt, kann man zuerst ins Migros gehen und zu Nacht essen und dann überall laufen. Perfekt. Ja, oder im Mediamarkt noch einen Fernseher kaufen. So. Black Sunday. Ja, ich, Black Friday, so, ja, wahrscheinlich hat der Mediamarkt eh das ganze Wochenende etwas oder so. Ja, das ist der Match gesehen für Thun, auf Seite von Thun, für GC. GC spielt dann gegen Basel. Das ist ein spannender Match. Das haben wir eben auch überlegt, den zu schauen. Ich muss schauen, wo ich im Endeffekt dann lande am Wochenende. Alle drei Matches sind interessant am Samstag. Ich könnte mir vorstellen, dass GC Basel eine riesige Schlacht wird. Ein richtig cooler Match. Es könnte aber auch sein, dass Basel GC auch auseinander nimmt, weil Basel hat Rappi auseinandergenommen. Basel ist physisch so abartig stark. Ja, Wenn du schaust auf den Platz und sie müssen noch nicht mal ja. spielen, du hast das Gefühl, Nein, du es siehst, sind also, Erwachsene gegen Kind. wirklich, Das ja. ist, ich bin mal mit meinem Kollegen, mit dem Remo Wiegand, cooler Typ, bin ich mal, er ist Basel-Fan, aber wohnt in Luzern. Und ich bin mal mit ihm Basel gegen Luzern schauen, das ist Saison 2011, 12, 13, keine Ahnung, wo Basel noch gross war. Mit Streller und so. Und ich glaube sogar noch Alex Frey und so. Wunderschön. Und das Erste, was uns aufgefallen ist, wenn du mal so im Stadion so ein bisschen nach bist, so. Ha. Die Basler sind physisch schon recht überlegen, weißt du, alles so grosse, gestandene Männer und Luzern, also. Und das hast du jetzt bei dem Basel-Frauenteam Wahnsinn. auch. Was mich überrascht, ist, trotz dieser physischen Überlegenheit sind sie noch nicht dominant mit dem Ball. Noch nicht dominant mit dem Ich Ball. finde, sie haben nicht totale Dominanz mit dem Ball. Ich habe das Gefühl, sie haben oft ganz im Gegner den Ball. Ich glaube, ich wiederhole mich, aber ich habe das Gefühl, es kommt von Woche Es zu kommt, Woche ja, mehr. aber weißt du, das ist ja das, was ich Kim Kulig immer wieder gefragt habe. Warum sind sie nicht noch dominanter? Weil ich habe das Gefühl, ihr könntet. Gut, gell, also wir reden da von einer komplett neu Ja, zusammengemischten natürlich, Mannschaft. Also natürlich. das braucht, also da ist, glaube ich, der offensichtlichste Fall davor, dass es einfach Zeit braucht, weil das sind Natürlich. alles komplett neue Leute. Und Aber ich finde, die physische Dominanz, das ist brutal. Und ich glaube, das ist schon der erste Punkt, wo du als auf Gegner Seite, sagst, oh ja. fuck, Also das hat da Rappi kommt auch richtig gespürt und brutal sie haben sich etwas. eine halbe Stunde lang gehalten und dann nicht mehr mögen. Aber ohne ihn Rappi wollen zu noch zu treten, es hätte nicht müssen ein 6-0 ist am Schluss gewesen, 7. 7-0. Es hätte nicht müssen 7-0 sein, weil viel von diesen Goal, das sieht Rappi auch nicht immer gut aus. Dafür hast du ein paar Schüsse, die nachher eben Blöchlinger natürlich genial pariert. Also ich sage, es steht früher 1-0, wenn sie einen anderen Goalie drin haben wahrscheinlich. Oder 0-1 in dem Fall. Ich sage, das ist ein richtig nice Match, wo Basel gespielt hat, richtig cool. Krass, halt wieder, wo für mich zeigt, ich bin nicht so schlecht dort, wo ich gesagt habe, Ja. dass Basel für mich Nein, du ein hast mir Meisterkandidat gesagt, ist. Basel wird Meister, aber das Basel traust du wird dich nicht Meister. vor der Kamera zu Molly sagen. sagt das fix. Basel wird Meister, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht. Ich glaube, am Schluss ist Basel am Stand heute noch zu wenig abgeklärt. Aber ich habe es dir schon mal gesagt, Basel geht nochmal in den Markt, was du ja nicht willst glauben. Außenverteidiger und Sie holen Sechser und sich einen Außenverteidiger, Innenverteidiger. einen Sechser und vielleicht eine Innenverteidiger. Innenverteidigerin. Ich habe jetzt gesagt, vielleicht. Aber ich gehe davon aus, dass sie das noch machen Ich bin mega gespannt. Ich schaue jeden Match von Basel sehr gerne. Ich finde, da kommt was. werden. Und dann werden wir es sehen. So, Relly Schillag hat 5 Goal geschossen. Das hat dich natürlich erfreut. Mega, ja. Ja. Sollen Sie mal ein paar Spiele so können spielen und dann auch können treffen. Vielleicht hat sie sich so ja als Nazi-Aufgebot Das weiß ich verdient, nicht. erschossen. Ja, das eben wieder zu schnell. Oder? Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich finde, Ja. Schillag, ich hatte das schon bei GC gesagt, mir gefällt Aureli Schillag extrem. Ich finde sie eine super Spielerin. Aber Was man sie ist nicht muss auf der Form, sagen, was sie in GC, bei was GC man meiner muss Meinung nach ist sagen, oder wo ich sie gesehen habe. sie hat Und in darum Basel darfst du nicht extrem gerade eigentlich Fortschritt vor. gemacht, finde ich. Sie ist in Basel Genau, aber du darfst sie physisch, nicht gerade wieder aufbieten, nur aber wegen einem Spiel. was sie in Basel gelernt hat, ist viel mit Spielintelligenz, was sie bei GC nicht hatte, nicht wirklich hatte, ist sie jetzt besser geworden. Also hast du auch ein besseres Umfeld. Ja, natürlich. Und jetzt und auch mit besseren Profis und so schaut, es hilft. Gell? Und ich glaube aber nicht, dass
ihre Sturmkonkurrentinnen, Schrägstrich Sturmpartnerinnen schlafen. Ich glaube, die nehmen das ernst, die Aufgabe in Basel. Sehr. Und dann muss sie auch nachziehen und dann wird sie automatisch besser. Ich habe das Gefühl, wenn sie dem weitermacht und eben, sie hat sich gegen Rappi gezeigt, sie kann Goal schießen, was sie ein langes Problem gesehen spielen. Die Bälle ins Netz zu bekommen. Wenn sie das dann weitermacht, dann ist sie eine valable Kandidatin. Weißt du, ich habe kein Problem, das zu sagen, wenn eine Spielerin sich verbessert hat und um das neues Level erreicht. Ich bin nur dagegen, dass man hyped ohne, weißt, ohne Kontext, dass man einfach einen Match gegen Rappi nimmt und sagt, jetzt ist alles gut, oder einen Match gegen den Zweitligist und sagt, ah, jetzt kann sie Goal schießen, weißt du. Also, das ist für mich wichtig. Aber ja, mit Basel ist es zu rechnen, mit Basel ist es zu rechnen. Ich hab's gesagt, ja. Ja, ich auch, also ihr hättet es gesagt. Also. Das ist für mich die Mannschaft momentan. Ich bin nie gegen Basel, ich habe Basel nie schlecht geredet. Ich habe gesagt, ich muss es anschauen und ich sage, die ersten paar Matches haben mich noch nicht so überzeugt gehabt, aber jetzt sind sie unterwegs und jetzt werden sie gegen GC so die erste, also das erste Geld gegen Geld, so Neureich gegen Neureich, obwohl Basel eigentlich schon immer ein bisschen reich gewesen ist, und dann werden wir sehen, was sich zeigt. Ja, ich glaube, Basel wird sich zeigen. Und eben Rappi gegen Thun wird auch sehr, sehr heikel. Du glaubst, Basel wird sich zeigen? Mhm. Glaubst du, die Saison für GC ist verloren? Für GC muss jetzt einfach die Punkte machen, was sie vorher nicht gemacht haben, wenn sie wollen oben mitspielen. Ja, das ist so. Die Frage ist, wollen sie überhaupt noch oben mitspielen? Oder sagen sie sich, look, eigentlich ist es easy, 5-6 zu werden und ja, als Fünfter spielst du gegen den Vierten. Ja. Ausgleichen. Oh, bist du ob Viert oder Fünft wirst, ist ja auch egal. Genau, dann bist du bei den Playoffs dabei. Ja, ja. Aber ja, GC hat ja auch Baustellen, die müssen schauen, was sie machen, trainertechnisch. Und müssen nachher schauen, ob sie das Kader beschneiden oder vergrößern. Es könnte aber beides ein Thema sein. Je nach Positionen beschneiden und dann bei anderen vergrößern. Genau. So wie jetzt der Kader momentan steht. Ja, ich würde, wenn man die Goalies nicht fit bekommt, würde ich dringend einen holen. Lea van Wiesenbeck. Meinst du, wer sie auf Zürich? Wäre gescheit. Wenn GC ihr sagt, look, dieser wird nicht mehr fit, Dings wird nicht mehr fit, Zaskia, wir brauchen einen guten Goalie, der verhebt, finde ich, wäre es für sie eine gute Option. Ich finde, irgendjemand sollte Alana Jacquier immer noch in der Women's Super League eine Chance geben, wenn IB das schon nicht machen will. Divers Thema, wenn Tiara Ackermann die Nummer 1 wird verlieren, könnte man auch überlegen, Tiara Ackermann zu holen auf Seite von GC, obwohl eher weniger. Und ja, dann muss man sich auch überlegen, wo gibt es noch Goalies, wo etwas können. Ich weiß gerade gar nicht. Ist so eine, natürlich auf Solothurn. Jeder sollte auf Solothurn gut Tamara Biedermann holen, die ist abartig gut. Ja. Tamara Biedermann von Solothurn ist. Nicht viel gesehen. Oh wow, die ist super im Fall. Die musst du reinziehen. Die hat ihr Debüt, glaube ich, bei mir live im Cup gehabt, gegen Thun. Sie war 15. Gewesen. Super gesehen. Sie ist jetzt mittlerweile 17. Spielt seit anderthalb Saisons Stamm bei Solothurn. Stark mit dem Fuß, gross gewachsen, sehr, sehr selbstsicher. Auch Stufe Lorena Barth, von Qualität okay. Her. Wegen dem, also ich bin. Das ist immer ein bisschen fies. Ich bin der Meinung, wenn man an der U17-EM auf die Tamara Biedermann, die ja eben NLB-Erfahrung hatte, gesetzt hat und nicht auf die Jasmin Amar, die halt nur U17-Liga sogar, nicht wirklich U19-Saison, sondern wirklich vor allem U17-Saison Erfahrung hatte, wenn man auf sie gesetzt hat, hat vielleicht auch der Match gegen Frankreich anders ausgesehen. Weil da hättest du einfach eine andere Art von Goalie gehabt. Und Jasmin Amar hat dort gegen Frankreich 2-3 Mal mitgeschult, gerade in der ersten 10-2, aber glaub's ja. Aber auch in den ersten 3 Goal ist sie halt einfach 3 Mal. Schwierig, aber ich sage insgesamt habe ich nicht verstanden, warum man nicht auf Tamara Biedermann gesetzt hat oder sie haben sich ausprobiert hat.
Jetzt auf Stufe U19 ist natürlich schwierig, da wir bei den Menschen nicht aufgeboten worden, aber mit der Lorena Barth hast du jetzt einfach auch nochmal ein anderes Kaliber. Die Jasmin Amar ist mittlerweile bei Lyon, also muss man, kann man auch nicht unterschätzen, dass Lyon sie rekrutiert hat. Also. Wird auch seinen Grund haben. Ja. Ja. Ja, das, so ist es und so ist die Super League. Und eine Zusammenfassung von der Vorrunde wird es dann bei mir geben, die macht dann solo. Mit allen Aufstellungen und so, und dann kann Andi das ja schauen und dann können wir einen Podcast machen, wo er auf das antwortet und so. Es braucht einfach ein Weile, weil du musst extrem viel vorbereiten für so eine Zusammenfassung. Du musst, was ist es, 9 mal 10 Kader musst studieren, du musst Goal und Statistiken und irgendwie geht das ein bisschen länger als nur 2 Minuten. Ja, das ist klar, ja. Team der Runde machst du auch noch? Ja. Mache ich auch noch, habe ich eigentlich schon größtenteils fertig. Vielleicht wird der eine oder die andere Position noch mal austauschen. Ich tue mich mega schwierig bei dem Team der Vorrunde mit Zürich. Weil irgendwie wirkt es komisch, keine Zürcher Spielerin reinzunehmen. Aber ich habe Mühe, eine Zürcher Spielerin zu definieren, die dort reinkommt. Ja, verständlich, ja. Obwohl Zürich ja dritt geworden ist. Also dritt ist am Ende von. Ja, aber du hast ja Geld, du hast das Gefühl, das ist zu wenig für Zürich. Genau, genau. Und du wertest immer auf dem Niveau, genau, wo du hast Fabienne Hum, aber 5 Goal ist zu wenig für sie irgendwie in dem Ganzen. Du hast Victoria Pinter. Genau, du hast Victoria Pinter, die eine super Saison gespielt hat am Anfang, aber jetzt die letzten 3-4 Matches auch wieder abgefallen ist. Und du hast Talaya Pilgrim, wo einen gewissen Einfluss hatte. Also, es ist schwierig. Ich muss noch über Bücher dort. Aber sonst habe ich so die üblichen Verdächtigen, wo Lorena Barth, die du schon gesagt hast, gesetzt bei mir. Tönt komisch. Gell, der Goalie vom letzten platziert, aber Robert Denke ist ja auch immer Nationalgoalie und einer der besten gewesen, obwohl er bei einem Abstiegskandidaten gespielt hat. Und ja, dann hast du natürlich auch ein Ding, Courtney Strode, wo eher reingehört, Noah Scher, zu meiner Meinung nach eine gute Saison gespielt hat bislang, und ein Leonie Köster, wo für mich eine von den Entdeckungen war von dieser Saison. Okay. Ja, wir werden das sehen. Bleiben dran. Das wird das nächste sein, wo wir dann anschauen. Da auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Wenn wir noch schnell ganz so ratzfatz die NACB noch ansprechen, wenn wir ja darüber geredet, dass es für Thun oder für Aarau würde das heißen, in das Abstiegsspiel, wer jetzt verlieren würde, wenn jemand verlieren würde. Und dann können wir schnell uns mal so, wer weiß, Zürich darf ja nicht aufsteigen, also nicht Aufstiegsspiel. Aufstiegsliga ist noch nicht die Endstation, gell? Weil im Moment schaust du Sion mit 16 Punkten und dann Yverdon mit 13 und dann hast du Solothurn und Wiel und Schlieren, wo alle noch das Thema sind, sogar Winterthur mittlerweile mit 8 Punkten kannst du noch drinnen. Es ist schwer sich vorzustellen, dass einer von denen dann gegen die zwei wird gewinnen gleich, oder? Oder dass dann beide müssen absteigen, oder dass Aarau müsste absteigen, wenn es dann in den Abstiegsplatz war oder nicht? Es ist sehr schwierig sich vorzustellen, dass es Sion machen könnte. Was haben wir Solothurn, habe ich eben viel zu wenig gesehen. Weil ist stark, könnte vielleicht im ein oder anderen Spiel, so, also weißt du, wenn es jetzt so Hin- und Rückspiel wäre? Ja. Also einfach so, weißt du, wenn es eine echte Barrage wäre. Genau, ja. Dann wäre es glaube ich gefährlicher. Das wäre mir glaube ich lieber. Auf eine Liga, rausgedacht, ist es glaube ich, auf 6 Spiele raus, könntest du dann halt die Thun, Rapperswil oder Aarau schon eher korrigieren. Sion sehe ich nicht, Wiel, schwierig, Schlieren, hat sehr stark gestartet, aber jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so performt. Winti ist ja glaube ich zuerst einfach mal unten rausgekommen, bevor es so etwas anpeilt. Ich glaube, das ist auch gar nicht das Ziel. Also, die wollen schauen, dass sie sich unten weghalten können, bevor sie oben angreifen. Schwierig zu sehen, dass jemand von der sei es Aarau, Aarau, Rapperswil oder Thun Probleme könnte haben. Gell, Stand heute habe ich das Gefühl. Also ich glaube, die meisten Probleme hat Rappi. Ja, wahrscheinlich. Stand heute. Aber Rappi muss eh.
Ich tue nicht gerne nach Stuhl sagen, aber bei Aarau ist der Trainer schon geflogen, bei Thun ist der Trainer freiwillig gegangen und bei Rappi muss der Trainer sich auch überlegen, obwohl er auch Sportchef ist, ob er die richtige Lösung ist. Kommt vielleicht auf den Match am Sonntag auch nicht? Vielleicht, ja. Klar, wenn der gewünscht natürlich und guten Fußball zeigst, sieht die Welt komplett anders aus. Das ist ja schön an dem Sport. Du hast mit diesen vielen Spiel talentierten Spielerinnen müsst doch Rappi mehr machen. Weil ja, ich kenne praktisch jede Spielerin von Rappi. Und das sind ja eigentlich alles gute Fußballerinnen. Die schaffen es auch zusammen, nicht Fußball zu spielen im Moment. Noch nicht, ja. Eben, wie gesagt, gell, du gewünscht gegen Thun 1-0. Und dann, dann ist alles wieder wunderschön. Dann ist alles wieder anders. Und dann würdest du auf die theoretische Abstiegsrunde wieder ganz anders schauen, weil du denkst, ja, okay, die packen wir jetzt auch noch. Also, weißt du, das ist nicht das Problem. Ich glaube, das Spiel am Sonntag wird für vieles sehr wegweisend. Jetzt ist schnell kurz. Am Samstag. Du bist ja so ein. Am Samstag ist der Match. Aarau spielt am Sonntag. Thun, Rapid. Oh, fuck, ja, logisch, sorry, ja. Du bist ja so ein Fußball-Fiction-Fan. Wo würde die U21 von Zürich stehen in der Nazia? Gute Frage. Ich sage, jetzt, da darfst du jetzt. Ich sage, die U21 von Zürich, wenn sie weiterhin die Spielerinnen auf und ab nehmen, würde wahrscheinlich irgendwo zwischen Luzern und GC stehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie Abstiegskandidaten wählen. Krass. Aber man muss sagen, der Unterschied ist gleich recht gross von Nazi B zu Nazi A. Und dort muss ich einfach schauen, weißt du, Nazi B, der Costa, der könnte die Nazi B in- und auswählen, der hat die Nazi B fast gegründet, weißt du? Der ist seit 10 Jahren oder so dort Trainer. Und dort weiß er genau, was es wo braucht. Und er kennt sein Kader in- und auswendig. Und in der Nazi A hat er eine andere Herausforderung, habe ich das Gefühl. Aber Zürich hat sehr talentierte Spielerinnen, gerade auf Stufe U21 und U19, wo sie auch langfristig pflegen. Aber es tut ihnen auch gut, regelmäßig Nazi B zu spielen. Ja. Und darum, ich weiß nicht, wenn mit dem Leistungsdruck und so, wenn sie dann müssten Nazi A spielen, ja, ich sage irgendwo. Aber ich sehe sie nicht viel schlechter als Luzern und GC im Moment und IB. Aber besser als Thun und Rappi Aarau. Ich denke, wenn die jetzt würden das Testspiel machen nächste Woche während der Nazi-Pause, wäre die Chance gross, dass Zürich könnte gegen Thun oder gegen Aarau gewinnen. Spannend. Aber wir werden es nie wissen. Ich bin dabei, das zu streamen. Wenn wir so ein Match organisieren, Leute dann Pasta. Nein, ich fände es einfach interessant, weil die dominieren jetzt seit 2 Jahren die Nazi B. Sie dominieren sie eigentlich schon seit 10 Jahren, aber. Also sehr, sehr. Aber seit 2 Jahren richtig. Und vor allem seit Thun nicht mehr dabei ist. Thun hat lange die Nazi B dominiert mit ihnen zusammen. Aber. Ja, sie dominieren, weil sie ja da wirklich den Transfer von Spielerinnen haben und immer wieder frisch können bleiben und immer wieder die neuesten Talente haben, bevor sie ausgebrannt sind und so weiter. Ja. Tipptopp, das wäre ja meine Frage noch. Gut, dann ist das gesehen. Morgen, wie gesagt, geht es bei uns alles rund ums Aufgebot vom Reto Gertschen und was alles neu ist. Um die Nazi oder aber nicht neu. Dann gibt es bald andere Podcasts noch mit uns. Am Wochenende wird sicher sein oder andere Interview rauskommen aus dem Servet Luzern Match und so weiter und so fort. Also bleibt dran. Das Wichtigste ist, uns abonnieren auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Andi, danke für deine Zeit. Ich hoffe, dass deine Fans froh sind, dich wieder mal zu sehen. Hey, solange die Leute die Podcasts klicken, bin ich glücklich. Solange sie mich noch gerne haben. Ja, ist cool. Ich habe Freude. Ja, ich bin gerne da. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Merci zusammen. Ciao miteinander. So, gehen wir dann schnell.